So, da sind wir wieder. Es gibt viel zu besprechen, deshalb fangen wir direkt. Holy shit. Hi Jungs. Hallo. Hallo. Hallo Freunde. Schön, dass wir wieder versammelt sind, gemeinsam hier am Lagerfeuer der guten Laune. Es geht. Skater. Skaten. Buddy hat Kater. Ein bisschen vielleicht, aber ich bin von den Video Days. Ja, gestern. Da weiß man sich fragt, wo ist Buddy eigentlich klar? Man würde sofort denken, auf den Video Days. Mhm. Wer von uns sollte auf die Video Days gehen? Buddy. Buddy. Auch auf die Kamera Days und die On-Air Days. Days, die sind die besten. Wie war es bei den Video Days? Was sind eigentlich die Video Days? Video Days zum ersten Mal 2010 gegründet von, ich glaube, Fresh Torge auf der Gamescom. Kein Witz, also ich habe mir genau die Frage gestellt, weil wir zu der Zeit, als die Video Days zum ersten Mal aufgepoppt sind, waren wir ja auch am Start so. Ne? Das Ganze noch aus Mediakraft. Christoph Krachten hat diese Marke sozusagen dann produziert. Ja, wir waren am Start, als die Eisenbahn erfunden wurde. Wir haben die Gleise zu Gamescom gelegt. Dampfmaschinen haben wir die ersten auf jeden Fall auch mit abgedampft. Nee, Video Days, große Reise, ist dann ja sehr groß geworden, Lanxess Arena. Und irgendwann 2018 wurde es eingestellt, weil einfach die kein Geld mehr verdient haben. Dann kam Corona. Dann hat die Bertelsmann-Tochter dieses Netzwerk, wie heißt es nicht nochmal, We Are Era übernommen und die machen das seit letztem Jahr oder was irgendwie und jetzt ist es wieder aufgelegt in Köln. Im Palladium hat es stattgefunden, es ist eigentlich genau das gleiche wie immer. Also das heißt, du hast da irgendwelche größeren Marken, YouTube war am Start, Vodafone, Adobe war am Start. Aber was ist das, eine Messe? Eine Convention? Also eine Creator-Messe halt, also das heißt, da trifft man sich, hat Masterclasses irgendwie und redet dann über Schisselei. Und am Abend ist dann halt eine Award. Und dann wird wieder in 19 Kategorien. Habe ich was gewonnen? Nee, hast du nicht. Aber ich sollte dann eine Laudatio für die Kategorie Gaming halten. Ich glaube, die haben einfach niemanden anderen gefunden. Für Gaming? Ja, ja. Du bist aber kein Gamer. Ja, aber die anderen auch nicht. Deswegen, wer hat denn gewonnen? Deswegen war es ein Match. Zabex hat gewonnen. Ja. Aber Zabex gamet doch gar nicht, oder? Gamet der? Der labert doch eher. Nein, Minecraft nonstop only, ey. Okay. Naja. Und dann war noch schön Afterparty, oder was? Da war noch ein bisschen Laberei, ja, genau. Und dann bis 3 Uhr da gewesen, dann ins Hotel und heute Morgen um 8 Uhr in Zug. Und jetzt bin ich hier. Ey, da bin ich auch 8 Uhr in Zug, also ja. Um 8 Uhr aufgestanden, damit ich den Zug noch erwische. Jedes Mal übrigens, um euch hier zu sehen. Geil. Und es ist wirklich, man ist ja so lange in diesem Zug, man wird so müde und dann hast du noch so dieses beständige Rippen des Zuges und irgendwas. Du kannst es ja nutzen. In der Zeit. Ich habe tatsächlich, aber... Hast du ein Buch geschrieben? Nein, also jetzt, um deine Frage zu antworten, ich wollte dich da gar nicht jetzt abhaken. Alles gut. Wie immer in meiner charmanten Art einen Satz reinwerfen. Ja. Ich habe mir so ein Schreibtablet gekauft. Könnte ich später mal erzählen, was so E-Ink hat. Dir wird es wahrscheinlich gefallen. Das Paper Pro? Was ist denn ein Schreibtablet? Das ist Remarkable, ja. Oh, hast du echt geholt, oder was? Ja, der Budi, so bin ich. Haben Budi gefragt, Budi hat gesagt, das ist ein gutes Ding, habe ich direkt bestellt. Ja. Ich habe immer noch einen Tech... Ja? Tech-Fimmel so und ich gucke mir immer gerne, also die werden natürlich auch bei mir immer reingespielt, aber gerade dieses Remarkable irgendwie. Wenn die mal normale Menschen. Remarkable ist ein Paper-Tablet mit E-Ink, also so wie diese. In Kindle. Kindle, genau. Aber was ist. Also du kannst halt drauf schreiben. Stift. Du kannst mit dem Stift drauf schreiben, Notizen machen, aber du kannst es auch, und das ist der Grund, warum ich es gekauft habe, ist halt mega flach und dünn, ne? Du baust das halt auf mit so einer kleinen Tastatur, die tolle Druckpunkte hat. Ich bin richtig verliebt. Und dann machst du so. Tuk, 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 und schreib's halt. Aber dadurch, dass das so ein Paper ist, das sieht wirklich aus wie ein Blatt Papier, wo du halt einfach mit einer Schreibmaschine drauf bist. Du kannst das nicht falten oder knicken oder sowas. Nee, das Paper ist nur wegen dem Look and Feel einfach. Kann man drauf zeichnen? Irgendwann hast du das sicher, ne? So zusammenrollbare Notizdinger. Das kommt safe. Ich habe nur diverse Werbungen darüber. Ich sag so, ja, kannst du, aber auch, ich habe auch nur Werbung dafür gesehen. Ich habe einfach. Mir wird immer neue Technik eingespült und das zum Beispiel habe ich mir genauer angeguckt, weil ich das auch einfach geil und interessant finde. Das Geile ist, ich habe jetzt schon den Stift dazu verloren. Ah, Mann, Simon. Aber ich habe auch direkt im Zug einen neuen bestellt und dann hat mir meine Frau gesagt, der liegt einfach nur zu Hause. Aber dann dachte ich mir, zwei Stifte haben ist sehr, sehr praktisch, weil man die natürlich verliert. Das sieht irgendwie ganz geil aus, oder? Darf ich mal fragen, was der Schlüssel kostet? Deswegen sage ich das gerne, weil es ist gar nicht so teuer. Es ist günstiger als ein iPad. Das hat jetzt so 600, glaube ich, gekostet. Ja, aber ein richtiges, passendes... Na, Moment, das hat einen sehr großen Vorteil. Es hat keinerlei Ablenkung. Ich hätte ja auch ein günstiges iPad kaufen können. Also die haben dir gesagt, hey, das kostet 600 Euro und es kann das nichts ist dabei. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Hier, kannst du gerne mal. Aber ich will meinen Job ja jetzt ernst nehmen, meinen Zweitjob.
Und dazu brauche ich ein sinnvolles Schreibinstrument. Rock and Beans. Ich habe alles probiert. Ja, genau, damit ich die Notizen über unsere vielen, vielen Sachen, die wir machen, aufschreiben kann immer. Wenn ich gefragt werde, zum Beispiel, Simon, was hältst du davon? Da muss ich ja meine Notizen dann haben. Notizen? Was ich, ich feiere das, dass du dir das geholt hast. Also, danke, weil du bist jemand, der so Technik auch, also wenn die sinnvoll integriert ist in den Alltag, feierst du die auch. Wir beide finden auch Sachen einfach nur geil, weil es halt Technik ist, aber ich habe lange überlegt, ob ich mir sowas überhaupt kaufen soll, wirklich. Ich würde einmal ganz kurz einen Weg zurück machen, während jetzt gleich skribbelt irgendwie. Ja, du hast ja auch noch, genau, du wolltest ja auch mal sehen, deine Geschichte weitererzählen. Ich wollte es einfach nur kurz rausholen, weil ich finde es voll geil. Ich kürze sie auch nur ab. Also ich war eingeladen von Adobe, dort eine Masterclass zu halten über die neuen Generative AI Tools. So, pass auf. Aber ich habe Masterclass, ich habe überlegt, okay, was... Du hast das gemacht und Gaming? Also diese Laudatio war im Prinzip nur Bonus. Weil du eh schon da warst. Ja, genau. Okay. Das war überhaupt kein Stress. Das war eher lustig. Also ich war auch echt, ich war vor der Masterclass nervös, vor dieser Laudatio überhaupt. Wo ist jetzt die Tastatur, die du so geil findest? Da, direkt vor dir? Das ist die Tastatur. Was ich sagen wollte, ich habe mir halt Gedanken gemacht, was will ich machen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich schneide natürlich auch viel so, aber ich bin jetzt kein Cutter. Ich bin auch kein After Effects User, aber was ich ja immer schon gemacht habe, ist, ich habe Präsentationen gemacht. Also ich arbeite ja viel mit PowerPoint. Du bist der PowerPoint-King hier. Und deswegen, ich habe das Konzept von GameOn.de kurz gezeigt, weil da war es nämlich auch schon so, dass ich ja mit echtem Papier was gemacht habe und dann was ausgecuttet habe und da Videos hintergepackt habe. Erinnerst du dich noch von GameOn.de? Ja, doch. War das nicht da auch, wo es dann am Ende nicht mehr ging, das Ding, weil zu viele Videos und so drin waren? Nee, das hat funktioniert. Das ja, okay, vielleicht habe ich das verwechselt. Es gab auch Präsentationen, die nicht funktioniert haben. Geil. Naja, ich habe diese Umfrage gemacht und hatte da dann immer Beispielvideos in diese Umfrage reingepostet. Und das hat quasi die ganze Umfrage komplett verschossen und dann waren alle sauer, weil sie konnten die nicht machen und dann hat sie nicht gezählt, weil am Anfang war sie kaputt. Also da kann man schnell was kaputt machen, wenn du dich zu sehr drauf verlässt, dass die Plattform das trägt. Aber deswegen finde ich es gerade so lustig, weil für mich passt es halt auch von wegen genau, also Technologie, wo kann die einem helfen sozusagen und dieses typische Papier machen, deswegen passt es dann für mich. Ne? Also ich habe ja tatsächlich über die Art und Weise gesprochen, wie ich Präsentationen mache. Das war dann meine Masterclass. Ja, du würdest damit... Dann den Tools, die jetzt gerade in Beta sind und also es hat Spaß gemacht. Ich muss nur sagen, du bist so ein audiovisueller Typ, du brauchst definitiv ein iPad. Weil du viel zu sehr zwischen Sachen hin und her und da was nimmst und da was, einen Screenshot machst und dann gibst du das wieder irgendjemandem mal was. Also du bist da schon, du hättest damit nicht so eine Freude, weil selbst die Farben sind sehr reduziert, alles toned down und man ist so ein bisschen, ich kann halt farblich schreiben, aber das sieht nicht aus wie eine Farbe. Es ist so wirklich... Aber du hast es hinkriegt. Ja. Ich finde, dass das ganz toll ist, dass du da so drin aufgehst, Simon. Und das wirklich auch durchziehst. Ich meine, du wolltest das schon so lange, du hast das ja auch schon lange gemacht, aber dass du jetzt wirklich diesen Step gemacht hast in die, und das ist ja oft so ein bisschen das Problem von der Fantasy, das wäre so ein bisschen wie wenn ich Stand-Up-Comedy machen würde. So, du hast wirklich jetzt den Schritt gemacht, du hast diesen Leap of Faith gemacht, du hast ein Buch rausgebracht. Ich bin da immer noch unfassbar stolz drauf, weil das ist einfach, das bleibt, auch wenn du schon längst weg bist und deine ganzen Let's Plays gelöscht sind. das Buch ist gedruckt und es kann irgendwann in 1000 Jahren ausgegraben werden. Ja, das wird wohl eher oder verbrannt werden, damit irgendein Überleben dann noch eine Stunde länger in der atomaren Kälte überlebt. Nein, aber ich finde das echt, ich finde das super, dass du das so durchziehst und dass du das wirklich. Ey, danke. Ich bin auch froh. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann irgendwann so einfach fällt. Also jetzt, ich habe ja auch eine Weile nicht mehr geschrieben. Ich habe mich dann heute hingesetzt und dachte, oh, willst du jetzt echt anfangen und so. Und dann war ich so genervt von so einer Situation im Zug, dass ich dann einfach geschrieben habe. Direkt eine Geschichte draus Ja, so habe ich zumindest angefangen. Entsprungen. Die fängt im Zug an, sagen wir es nur so. Ich weiß schon, wo sie hingeht. Aber es ging wieder direkt los. Also man konnte direkt wieder schreiben. Ich konnte wie, wenn man lange nicht mehr joggen war und dann fragt, habe ich es noch drauf? Oh, ich war schon lange nicht mehr joggen. Und dann, ja, oder irgendwas, ne, was man gerne macht, bis man es fast braucht. Jogging. Ich habe. Das ist nett, du hast mitgeschrieben. Ne? Da kann man mal sehen, wie gut. Ey, ich finde diesen Font auch so geil. Darf man das mal sagen, wie geil das eigentlich aussieht? Das ist jetzt keine Werbung. Das ist keine Werbung für das Ding. Aber es ist. Kauft es euch nicht. Aber es ist mega dünn und sehr, sehr leicht und schreibt halt echt schön. Aber kann halt nichts, ne? Es kann halt gar nichts. Es ist wie ich. Es kann eine Sache und die aber. Sehr teuer, spezialisiert. Aber ja, ganz und teuer. Geil manchmal. Ja, kann man auch Bücher drauf lesen? Du kannst wohl auch Bücher drauf lesen, ja. Das ist das Einzige, was mir auch wichtig war, dass du auch lesen kannst, weil ich muss ja auch korrigieren können und dass du hier Google Doc, dass die das halt verstehen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es soll gehen.
Naja, genug davon. Ne? Genug und davon, ey. Nur um das einmal noch zu sagen, wer Bock hat, das Buch zu kaufen, kann jetzt gerne loslegen. Meine Erfahrung ist Thalia und Hugendubel, weil Leute, die es bei Amazon jetzt noch bestellen, kriegen es zu spät, weil Amazon zuerst angefangen hat, den Kram zu verkaufen und kam dann jetzt nicht mehr mit dem Druck hinterher. Also ist alles ein bisschen weird. Weil also, es so erfolgreich ist. Will ich damit sagen, es ging halt nur am Anfang nur auf Amazon. Und das ist, glaube ich, das Ich habe es ja bestellt. Ich guck mal, was ist meine Bestellung. Ich ja, ganz ja viele sagen 27. und so. Das ist ich sag dir, meine Bestellung. Achso, da muss ich so weit runterstellen, weil ich es schon so lange vorbestellt habe. Und du einfach in der Zwischenzeit so. Warum hast du es noch nicht bestellt? Heute bis 22 Uhr. Das ist ja geil. Da kann die Frau das direkt annehmen. Bei mir zumindest. Ich habe mir ja selbst auch 30 Bücher. Mein Butler macht das. Kommst du darauf an, dass bei denen irgendwer was selber macht? Also ein Buch weggeschmissen. Ja. Ja, ich habe schon auch ein paar, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon viel gelesen auf jeden Fall. Ja, ich kriege auch nettes Feedback, sehr schön. Ja, von mir jetzt nicht, aber so, ich hätte doch einige Dinge zu kritisieren. Ja, das kannst du ja dann machen, wenn die Kamera aus ist. Aber ja, mache ich auch. Ich habe ja auch mitgeschrieben. Aufgeschrieben. Also ich habe gehört, dass es das Leben vieler Menschen verändert hat. Ja. Zum Positiven. Ja, ja, klar. Ja, die mit dem wackelnden Tisch oder wenn irgendwie... Wenn du was brauchst, um es jemandem in den Kopf zu werfen. Viele, am Ende ist kann dir es ja egal sein, was die Leute mit dem gekauften Buch machen. Ja, ich habe das auf jeden Fall Domestic Violence mit meinem Buch auf jeden Fall angestiegen ist. Das ist genau die richtige. Das kannst du so ein paar Meter weit werfen. Das ist lustig, also so... Gestern Abend waren viele Leute in Köln und ich soll mehr... Da wohnen ja auch ein paar. Grüßen von sehr vielen Leuten, ha? Ja, das ist lustig, weil ich habe gestern jemanden auch aus Köln getroffen. Wir haben irgendwie ein lustiges Leben gelebt, parallel und doch anders. Weil ich habe jemanden aus Köln getroffen, gestern Abend, an meinem Kiosk, der irgendwie meinte, du hier, und dann haben wir gequatscht und so. Und dann meinte er irgendwie, er kam aus Köln. Ja. Fand ich nur lustig, aber bitte erzähl weiter. Einfach, ja, so ein bisschen zurück. Ich habe zum Beispiel einen netten Kollegen kennengelernt, der war sehr lustig. Er meinte gestern, er hat Giga zu Grabe getragen. Also dass er war wirklich sichtlich, der hat da im Team gearbeitet und er war scheinbar der letzte Redakteur, Videoredakteur, der noch unter Giga.de, noch unter der UL Giga Games wirklich versucht hat, den Shit zu machen. Und der ist dann natürlich mit unserer Zeit aufgewachsen sozusagen, noch ein paar Jahre jünger als wir jetzt so. Und der kam halt auf mich zu halt so. Und dann natürlich, ich habe Carsten Kotze getroffen, Alter, supergeil. Ey. Ah, der supergeil, Metalldetektor dabei. Der sieht so fit aus. Den habe ich auch neulich getroffen hier bei der Polaris, war der. Ja, ich meine, er macht ja auch sehr erfolgreich seinen Kanal. Ja. Also, ich dachte nur, er wird ja da nichts finden mit seinem Detektor. Macht er das immer noch? Ja, klar. Mit den Balmen, der war ja auch mal bei uns. Und Treasure Hunter. German Treasure Hunter, ja. Er sucht seinen und ich habe da tatsächlich auch schon ein paar Mal reinguckt. Ich finde es auch immer wieder interessant. Mir wäre es halt zu kalt vor allen Dingen, irgendwo am Strand quasi rumzulaufen oder irgendwas ne, und die ganze Zeit zu suchen. Aber es ist schon lustig, was man so alles findet. Und dass er sich, kennt sich auch wirklich dann damit aus. So. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Würde ich mir gerne angucken. Was ist denn mit, keine Ahnung, Südamerika? Kann man da eigentlich auch einfach hin und gucken, so, wenn man da so, keine Ahnung, kann man da nicht auch was finden? Ja, die wird natürlich der Detektor wahrscheinlich geklaut nach einer halben Dschungel, Stunde. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ja erstmal durch den Dschungel fighten. Findet irgendwie. Blei. Bleikugeln, ja. Mich würde schon interessieren, gehst du durch einen dichten Dschungel und wenn du dann was findest, mein Gott, was kann das denn so sein? So Maya-Gold. Ja. Maya-Gold. Aber Gold ist ja nicht, ne? Wird ja wahrscheinlich nicht. Aufgenommen von den Metall. Die wertvolle Sachen werden ausgeklammert. Nur Bierdeckel. Bücher. Bücher, ja. Das sind 30. Ergrabene Bücher. Eine Sache, wie wäre denn mal eine Show? Wir haben ein abgestecktes Areal, jeder kriegt seine Parzelle von uns und dann haben wir natürlich hier Konze als fachmännischen Leiter und dann kriegen wir alle Metallsuchgerät und dann suchen wir. Ja, wenn zuerst was findet. Aber das muss ja schon größer sein. Also eine Parzelle, also da ich weiß jetzt schon nicht, was das heißt. 3 Hektar pro Person haben. Also schon ein Stück. Langweilig. Jeder kriegt eine Wiese und dann das Beste, was wir finden. Wir hatten mal damals, ich glaube, es war für Bonjour, noch eine Matz gemacht sogar. Ein Beitrag. Da waren wir mit ihm, ich meine, es war am Elbstrand. Mhm. Also haben wir in der, jetzt nicht kompetitiv so wie, in dem Format, aber da waren wir schon mal unterwegs. Und haben auch nichts von Bedeutung gefunden. Weil natürlich. Weil ja, Jagd ist doch das Spiel. Ja, die Jagd ist schön, aber das ist halt einfach zu gewissen Zeiten, das ist meistens so, wenn die Sonne gerade aufgeht, sieht man 100 Angler und 2000 Schatzsucher. Moment, wirklich? Die sind so wie. Die sind morgens wirklich am Elbstrand? Morgens, das sind hunderte Leute, alle so. Quatsch. Und jetzt, ich weiß jetzt gerade auch nicht, weil. Ja, ist Quatsch. Eher vorstellbar, aber ja, es ist klar, weil die natürlich dann von den Leuten, die am Tag zuvor am Strand da waren, die Wertsachen und so weiter abgreifen wollen. Und es gibt dann auch immer so Leute, die von den größeren Schatzsuchern, die haben dann hinten so einen Nylonfaden mit so ein bisschen Metall dran, die anderen. Damit die in die falsche Fährte locken können. Ja, klar. Ja.
Ja, es ist ein Schauspiel, muss man sich mal. Ich mach nur kurz die Klammer zu. Aber damals hast du halt auch schon aus der Zeit, ne, Giga, damals hast du nämlich auch schon die ganze Zeit gesagt, du willst ein Buch schreiben. Also das, jetzt mache ich nur kurz die Klammer zu, hat ein bisschen länger gedauert, aber deswegen auch ich finde es auch Gratulation, Alter. Ich habe letztens die erste Geschichte gefunden, die ich jemals angefangen habe. Kater. Das weiß ich noch, wie ich die auf kleinen, weißt du noch, wir hatten in der WG Schiel-Plessen-Straße diese ganz kleinen Balkon, diesen wirklich winzigen Balkon, wo wir eigentlich nur Bierkästen und Müll, wie alle, immer draufstehen. Und da habe ich mich dann zeitweise mal hingesetzt, so die Füße baumeln lassen und habe dann geschrieben. Und ich weiß noch, da habe ich Kater geschrieben. Ich wollte es ursprünglich fertig schreiben, weil ich. Kater, wie der Name Kater oder wie das Tier? Ja, jemand hat einen Kater. Jemand wacht auf und hat einen Kater und dann stellt er aber am Ende fest, er ist in etwas, was sich bewegt. Es sollte am Ende ein Raumschiff sein, der sollte entführt worden sein. Und dann sieht er die ganze Zeit er kriegt quasi das Fernsehprogramm der Aliens, wo er hingeschickt wird mit dieser Drohne und sieht die ganze Zeit, was die Aliens mit Menschen machen. Also verschiedene Spezies, die sie in irgendwelchen Shows, die immer irgendwie schlimm enden. Und er muss sich das quasi angucken, bis er da ankommt. Das war so die Idee. Und ich habe nur eine Seite geschrieben, aber hab die dann nie mehr gefunden und hab sie jetzt wiederentdeckt. Und war so richtig so, ach, das ist aber schön. Das schreibe ich die zu Ende. Ich habe das mal gemacht. Ich hatte mal so eine, hab ich gerade über nachgedacht. Ich hatte mal so eine Textdatei, wo ich so Stand-Up-Jokes draufgeschrieben habe. Und dann habe ich die, weiß ich nicht, 15 Jahre alt oder so. Und dann habe ich die auch irgendwann mal wiedergefunden und gelesen. Und es war so cringe. Selbst da waren sicherlich Sachen dabei, wo du dass da kein einziger Gag dabei war. Alter, es war so unangenehm. Es war wirklich, wo du gedacht hast, so, okay, der 25-jährige Eddie fand das saulustig. Ich meine, natürlich hat sich die Zeit verändert, ne, mit Twitter und Social Media und jeder schreibt lustige Sachen und so. Mittlerweile ist man auch übersättigt mit Memes und Humor im Internet und so weiter. Aber trotzdem, ich habe da nur gedacht, so, ah, du fandst dich schon auch ganz schön clever. Ne? Das ist schon ein wahnsinnig gutes Wortspiel. Also, es war echt richtig unangenehm. Meinst du, in 20 Jahren denkst du das über den Eddie jetzt? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, in 20 Jahren denke ich gar nichts mehr. Mhm. Ach, 20 Jahre ja, schaffst du auch. Du kannst vielleicht, du bist noch so ein Fleischklops, der mit einem Hirn so. Also du kannst schon noch ein bisschen elende Gedanken auch zu Ende führen. Aber ich finde, dass das einzig Gnädige am Altern ist ja, dass man immer mit einer gewissen Überheblichkeit auf sein jüngeres Ich zurückblickt. Was natürlich ein Stück weit auch Selbstschutz ist? Ja, Selbstschutz oder auch eine Selbstlüge ist, weil man natürlich ab einem gewissen Zeitraum maximal Erfahrungen hinzugewinnt, aber ansonsten ja nur abbaut. Und deswegen, dass du das gelesen hast und dich deinem jüngeren Ich überlegen fühlst, sieh das als Gnade. Weil stell dir mal vor, du wärst früher auch noch lustiger gewesen als jetzt. Oder in irgendeiner Form reifer und besser und weiter. Das ist ja das Problem, was man so hat, wenn so junge Leute, wir nennen jetzt mal keine Namen im Internet, so in ihren 20ern einem Boomer und so weiter sagen und denken, das ist eine krasse Beleidigung. Weil ich denke mir dann immer so, okay, lass uns mal über die Fakten sprechen. In 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da. Niemand, den du kennst, keine Band, die du mal gemocht hast, kein Regisseur, kein Schauspieler, deine Kinder und Enkelkinder, nichts. In 100 Jahren ist alles weg. Also wir haben da schon eine gewisse Gemeinsamkeit. So, dass man so mit 25 denkt oder mit Mitte 20 denkt, man ist so auf dem Peak seiner Intelligenz und Erfahrung und Einschätzungsvermögen und so weiter. Das finde ich krass, weil sicherlich war ich auch überheblich und arrogant und so mit 20, 25, aber ich bin, glaube ich, nicht mit 25 davon ausgegangen, dass ich im Alter nicht mehr schlauer werde. Also das ist schon so ein Phänomen, das ich jetzt so sehe von so Leuten, die dann einen Boomer nennen oder denken, du bist zu alt. Ich hab vorhin ein Video gesehen von Trimax auf Instagram, war in meiner Timeline, wo er Fortnite spielt und irgendwelche Kiddies fragen ihn, wie alt er ist. Und er sagt 30 und die Kiddies fangen an zu lachen und sagen, warum er als Opa noch Fortnite spielt. Das ist so lustig. Ne? Und da sieht man mal dieser Shift, ne? Weil wir sind ja noch mal ein ganzes Stück älter als Trimax. Aber du siehst einfach, so für einen 13-Jährigen ist 30 einfach out of this world. Klar. Für einen 25-Jährigen, der denkt einfach, Alter, in 20 Jahren, das ist so ein anderes Leben, da bin ich das ist so weit weg, das ist Opa-Oma-Style, so, weißt du, und das ist so, wenn man selber das durchlebt hat und diese Erfahrung hat, wir wissen ja, wie es ist als 15-Jähriger, als 25-Jähriger, du hast ja diesen Wissensvorsprung, ich kann da nur drüber schmunzeln, wenn Leute das als Beleidigung sagen. Ja, gehe ich mit, vor allem, es ist aber auch ein Stück weit, es passt überhaupt nicht zu den Werten, die aus dieser Generation kommen. Das kommt noch dazu. Dass ja. Gewisse Dinge einfach
von denen man sich verabschiedet und die man an den vorhergehenden Generationen nicht gut findet und anprangert und ausmerzt und dann selber auf so einen Humor zurückzufallen, der nichts anderes ist, als jemanden dafür anzugehen, dass er älter ist als man selbst. Das ist eigentlich, finde ich, ein Widerspruch mit den Werten der Generation. Deswegen, aber sollte das nicht verallgemeinern, wie immer, ey. Ja, aber ich finde nicht alle 25-Jährigen denken so, ganz ehrlich. Ja, sorry, aber man liest es ja schon häufiger, das ist ja schon so ein Go-To Ding, wenn man in irgendeiner Argumentation... Uma-Take und so, es liest ja schon... Das ist schon, ja. Schon, ist schon sehr weit verbreitet. Deswegen, ich meine, das ist halt, ich finde es ein bisschen widersprüchlich. Ich kenne das aber ich wollte noch ganz kurz sagen, dieses Empfinden Alter gegenüber, wenn man jünger ist, ist ja auch so, man hat ja eine ganz andere Skalierung und eine ganz andere Perspektive, weil das einem in jungen Jahren so weit wegkommt, dass es unvorstellbar weit weg ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel, meine Mutter hatte zu ihrem 40. Geburtstag eine Party gemacht bei uns zu Hause. Und ich habe nur gedacht so, ey, was ist hier los? Was ist hier los, ey? Die ist 40. Warum machen die überhaupt noch? Wieso macht die eine Party? Muss die nicht bald sterben? Die soll einfach in zufrieden zu Hause ein Buch lesen und alleine alt werden. Ja, und dann haben die da gefeiert und Musik gehört. Und die doch essen und lachlaut. Worüber reden die? Komplett irritiert davon. Ja, ja. Und heute denke ich so, ja, okay, ja, soll ich noch eine Party machen? Gerade 40. Ja. Ich finde, es hat bei mir mit 40 angefangen, dass ich wirklich gemerkt habe, ab jetzt kommen auch Beleidigungen immer aufs Alter so. Also so, das ist die Go-To. Früher war die Go-To-Beleidigung eine andere. Und ab einem gewissen Alter merkt man, dass die Leute halt, sag ich mal, als die Go-To-Beleidigung immer das Alter nehmen, Boomer-Take und, weil es halt die offensichtlichste Sache ist. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mir fällt jetzt auch nichts ein, aber wenn ich was anderes offensichtliches hätte, wäre es das. Naja, wenn ich jetzt eine komplette Glatze hätte oder so, dann wäre vielleicht so, dann würde häufiger mal was über die Haare kommen zum Beispiel. Also ich lese es halt bei anderen. Also gerade bei Männern darf man sich ja noch lustig machen über deren Aussehen offensichtlich und über das Alter. Und da liest man das dann schon nochmal. Dabei können die ja auch nichts dafür. Die Männer können ja entweder was für ihr Alter, noch für die Haare, für die Glatze. So. Ich würde das andere Gegenteil davon. Ja. Also natürlich bin ich total beseelt und bin auch noch ein bisschen leicht verkatert. Ich bin jetzt mega steil gegangen. Mhm. Aber gestern Abend war ein netter Abend. Und ja, bei den Video Days, bei diesen Awards war es sehr interessant. Also da war wirklich, ich würde sagen, also ich kannte viele nicht in dieser ganzen YouTuber-Influencer-Bubble sozusagen. Ich bin halt dann auch raus. So halt, ne? Also ich kannte echt viele, die da nominiert waren, kannte ich einfach nicht. Ich habe nie gesehen. So. Die wiederum kannten mich natürlich auch nicht. Aber jetzt kommt's. Ich habe an dem Abend netterweise sehr oft gehört, dass ich der OG bin. Das ist was Gutes, oder? OG ist gut, OG oder? Ist was Gutes, ja. Oder ist ein Gangster halt. Ist das Original Gangster oder was? Ja. Ich weiß nicht, was OG heißt, Alter. Ja. Alter, du weißt nicht, willst du mich jetzt verarschen? Ist das eine Abkürzung? OG, ich weiß, dass es was Positives ist. Ja, du bist halt schon sehr alt und original sehr lange da. Ist das oder nicht? Original Gangster. Du bist okay. Ein OG, du bist von den OGs. Ja, guck mal, das ist du bist. Und ein 20-Jähriger kann vielleicht kein OG sein. Versteht ihr, was ich meine? Nein, natürlich kann ein 20-Jähriger kein OG sein. Ja, dann ist auch gut. Schöner. Dann ist auch gut. Aber dann nehme ich doch lieber das. Ja, aber das ist ja auch ein Kompliment. Wir reden ja gerade von Beleidigung. Und das Ding ist halt einfach, das Alter zu beleidigen ist auf so vielen Ebenen dumm, weil es kommt ja zu dir. Es ist ja, also wenn du jetzt sagen würdest, was weiß ich, du bist unerfolgreich, du hast nicht dies oder das kann ja sein, weil das ist vielleicht was Uniques, was der eine nicht erreicht. Aber jemandem anderen zu sagen, haha, du bist alt, das ist ja nicht exklusiv, das meinte ich ja eben mit diesen 100 Jahren. Jeder hat es. Es kommt auf dich zu und die nächste Generation wird es zu dir sagen. Es ist einfach so dumm, jemanden mit einer Sache zu beleidigen, die dich genauso betrifft wie alle anderen. Und deshalb meinte ich dieses Beispiel mit Trimax, ja. Trimax könnte zu uns, nicht, dass er das gesagt hat, liebe Grüße, ja, aber könnte zu uns sagen, ihr Boomer, aber dann trifft er halt den 15-Jährigen, der sich über ihn kaputt lacht, warum er noch Fortnite spielt. So, das heißt, dass man irgendwie sagt, ich habe gerade das richtige Alter, aus dem ich judgen kann. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist eine Beleidigung, die komplett abprallt an allem. Ja, aber es zeigt dir nur den Versuch, irgendwas zu finden. Simon hat es ja gerade auch schon gesagt, dann irgendwie mit der Glatze oder was auch immer. Wenn du eine Person siehst und du gerätst in Streit mit der Person und dann versuchst du irgendwas zu finden, von dem du glaubst, dass es diese Person trifft. Und dann suchst du dir irgendein Merkmal aus. Und wenn du nicht besonders kreativ bist, dann gehst du halt auf so klischeehafte Pfade wie das Alter oder irgendwelche offensichtlichen Sachen wie dein Aussehen, was null Hirnleistung oder Kreativität verlangt, was dann einfach auch ein Stück weit ein Eingeständnis deiner eigenen Hilflosigkeit ist, wenn du auf so eine Beleidigung angewiesen bist, weil dir nichts Besseres einfällt. Aber es ist ja noch nicht mal eine Beleidigung. Nein, aber es ist ja der Versuch einer Beleidigung. Es ist ja der Versuch einer Beleidigung. Was ich ja gerade sagte, du siehst eine Person und versuchst irgendwas zu finden, von dem du glaubst, dass es sie trifft.
Und dann, wenn das dann da endet, dann so. Und das ist genau der Punkt, sorry, wenn ich hier einhacke, weil das ist ja genau das, die glauben, dass man selber schon, also für die ist man mit 40 oder so schon so alt, dass man darunter leidet, dass es schon so, dabei, also mag sein, ich bin vielleicht jetzt auch schlecht zu beißen. Ich wollte gerade sagen, aber, das liegt mir so auf. Aber, ja, aber ich hatte das auch schon mit 30 insofern. Aber was ich meine ist so, zu sagen, die Beleidigung, ha, du hast mehr Erfahrung im Leben. Du hast wahrscheinlich, du hast mehr erlebt. Du hast wahrscheinlich mehr Geld, mehr Erfolg, du hast mehr schon erreicht, du hast mehr gesehen. Das ist die Beleidigung, die da drinnen steckt, weil ich bin ja nicht 70. Es ist ja nicht so, dass ich im Rollstuhl, im Altersheim sitze und den Brei in mich reingekriegt werde. Noch nicht. Weil, ja, aber weißt du, was ich meine? Es ist ja, wenn ein 25-Jähriger zu einem 80-Jährigen sagt, lol, du bist alt, du kannst nichts mehr machen, und der kann nur so, okay. Aber zu einem 40-Jährigen, der mehr oder weniger das Gleiche beruflich macht und irgendwie so, das ist so ein, ich finde das so dumm. Ich glaube, bei Boomer ist das auch ein Stück weit noch, um einen anderen Erklärungsansatz vielleicht zu finden, weil der Boomer, der ist es ja schon zu einem Meme geworden, dieser Begriff, der steht ja für gewisse Eigenschaften, die so ältere, meistens Männer haben, die so verbohrt sind, in ihren alten Ansichten festhängen und nicht mehr in der Lage sind, sich davon zu lösen und neue Gedanken zuzulassen und immer in so platten, eigentlich schon widerlegten Lebensweisheiten sprechen. Und ich glaube, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen eher in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, du bist diese Art Mensch, dass das dann halt einfach in dem Moment nicht unbedingt der Altersaspekt ist, aber dass es dann eher so gemeint ist, wie ich es gerade hergeleitet habe. Das würde ich vielleicht so ein bisschen als Erklärungsansatz noch gelten lassen. Aber so oder so, das zu wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, ist das für mich ein Widerspruch mit den Werten, für die man in dem Moment steht. Ja, finde ich auch. Aber du hast recht, steht mehr für eine Mentalität als für einen wirklichen Ecke. Und insofern werden wir diesen Spruch und dieses Wort wahrscheinlich einfach integrieren in unseren Alltag und immer wieder auch benutzen. Ich finde auch, ich könnte auch zu einem Jüngeren sagen, okay, Boomer, ja, und meinen damit dann aber was anderes. Ja, du kannst, auch zu Jüngeren, man muss, also erstmal, wenn du mit irgendwas angegriffen wirst, mit irgendwas konfrontiert wirst, das hilft dir nie, wenn du es nicht mit Humor nimmst, egal was es ist im Leben. Wenn irgendwer irgendetwas an euch identifiziert, was er als Schwäche ausmacht, mit der er euch aufziehen und mobben kann, dann gebt diesen Menschen niemals eine Kränkung als Belohnung, sondern selbst wenn euch das irgendwo tief im Inneren kränkt, tut so, als wenn ihr mitlacht, als wenn ihr auch drüber lacht. Es ist so. Sei souverän, es läuft komplett ins Leere, weil der einzige Effekt, der versucht wird, damit zu erzielen, ist ja, dich zu kränken. Und die Art und Weise, womit das geschieht, ist völlig austauschbar. Ob das jetzt die Nase ist von jemandem, das Aussehen oder dass er lispelt oder was auch immer. Es ist ja immer nur der Versuch, irgendwas an einer Person zu identifizieren, mit der man sie verletzen kann, um sie zu dominieren, um sie zu demütigen, was auch immer in dem Moment der Gedanke des Mobbers ist. Aber wenn du halt diese Verletzung zeigst, dann sieht der eine Wirkung und denkt, alles klar, jetzt, da habe ich jetzt ja was. In dem Moment, wo du aber das ins Leere laufen lässt, auch wenn es vielleicht am Anfang schwer ist, weil man selber vielleicht auch glaubt, hey, ich habe eine hässliche Nase oder so, und dann natürlich das in eine Wunde trifft. Aber wenn du halt es schaffst, wegzutänzeln, es wegzulachen, und sagen, ja klar, ich habe eine lange Nase. Aber und dann findest du aber irgendwas, was du zurückgeben kannst, womit die Person selber vielleicht auch Probleme hat, weil du die Souveränität dir hast, dass du das weggetänzelt hast. So, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so oft zu dir kommen. Und ich glaube, das Gleiche auch wie mit Boomer oder so, ich lasse mich davon gar nicht ansprechen. Ich hab da andere Erklärungsansätze so, aber du kannst schon das auch, finde ich, wenn man das so erklärt, wie ich es gerade gemacht habe, auch an Leute zurückspielen, unabhängig ihres Alters. Es gibt auch 20-jährige Boomer. Weil das in dem Moment, dann ist es halt eine Denkstruktur, eine Einstellungssache und nicht dein biologisches Alter. Wie sind wir da hingekommen? Ich habe keine Ahnung, ich rede nur, weil ich auch was sagen wollte. Wie sind wir da hingekommen? Was ist los, Budi? Du sitzt da, wie so, als ob dir jemand dein Rückgrat rausgerissen hätte. Wie so ein Pudding.
Ey, Digga, ich war bis 3 Uhr feiern und bin nur um 8 Uhr ins Bett. Ich bin einfach ein bisschen platt, ey. Was ist denn das? Ich lach wegen 3 Uhr, weil du das halt so eine schwere... Nee, ich meine, 3 ist wirklich eine späte Zeit. Stimmt auch. Das sollte man... Nein, also, nein, ich meine das ernst. Aber mein Biorhythmus ist natürlich... Fällt mir gerade ein, wie schwach... Ja, ich bin ja auch schwachsinnig, aber ich bei 3 denke ich halt so, ha, mach ich noch... Okay, ich erzähle euch was. So, Thema wechseln. Also, das ist so irre. Ich erzähle euch was. Ich habe heute Nacht geträumt. Ich kann keinen Namen nennen. Ich habe wild rumgeknutscht mit einer Frau. Und es war sehr romantisch. Nur, ich schwöre, nur geknutscht. Es ist nicht zu mehr gekommen. Und zwar, weil ich im Traum Gewissensbisse dann gekriegt habe, meiner Frau gegenüber. Ja. Und ich war im Traum verliebt in diese andere Person. Wir haben uns innige, tiefe, romantische Blicke zugeworfen. Und wirklich leidenschaftlich rumgeknutscht. Mhm. Und man hat richtig gemerkt, so... das, als wir auseinandergegangen sind, wie wir beide noch so uns angucken. Und es ist eine Person, ich kann keinen Namen nennen, aber... Sie existiert real. Sie existiert real. Ihr kennt sie alle. Es ist auch noch jemand, also es ist niemand, keine von deinen, nicht the one that got away oder nein, so, nein, sondern nein, es ist irgendein Promi? Oder irgendein Bekannter? Ich kann okay. Nicht... Es ist jemand, den ihr alle kennt. Nils? Sogar persönlich. Nils. Aber ja, okay. Aber deine Nils. Frau hatte damals gesagt, dass es okay ist, wenn du mit mir... Das ist ja kein Traum mehr. Weil ich kann dir viel mehr geben, als sie. Ja. Es ist kein Traum. Es ist wirklich... und es war... Und dann, der Wecker hat geklingelt und ich bin aufgewacht. Und ich knabber jetzt noch da dran. Ja, dann ruf sie doch jetzt an. Weil, ne, ich, komm. Das Ding ist, diese Emotionen, die du dann im Traum empfindest, die gehen ja wirklich durch deinen Körper. Du fühlst sie wirklich, ja. Das ja? Heißt, du bist... Und dann habe ich auch, ich habe dann direkt das Gespräch mit meiner Frau gesagt, Schatz, wir müssen reden. Scheidung läuft. Mhm. Aber weiß die Person... Also im Traum, oder? Die Frau weiß... die Person warum weiß wir sie jetzt nicht anrufen und fragen, wie das jetzt so weitergeht? Nein. Aber was ist denn, wenn sie das exakt Gleiche geträumt das hat? Das Ding ist, wenn ich sie jetzt irgendwo sehen würde... Ist das denn wahrscheinlich so, dass du ich würde sie sehen könntest? Ich würde sie wahrscheinlich so anstarren. Könnte sie dir über den Weg laufen? Jederzeit, jetzt gerade. Oh, guck dir mal Nils Gesicht an, Alter. Er ist im Detective Conan Mode, Alter. Ey, das ist doch nicht wahr sein. Jetzt hör doch mal auf, rauszufinden. Es ist doch auch egal, du wer du würdest exakt ist. Das Gleiche machen, und das weißt du auch. Aber ich frage mich halt nur, ich würde die Frau jetzt mit anderen Augen angucken als vor diesem Traum. Weil ich habe das Gefühl, so, ich würde sie so angucken und sagen, du hast es auch gespürt. Und sie würde mich einfach nur sagen, was ist das für ein auch Creep? Gespürt? Ja. Das sind wie diese Leute, die einem manchmal schreiben, du hast doch mit mir kommuniziert in der und der Folge von dem und dem. Also die dann so schizophrene Gedanken haben. Ach, und sie denken, du redest mit ihnen die ganze Zeit und meinst wirklich sie. Und du hast doch den Code verwendet und hier hast du genau das und das gesagt. Wo die dann richtige Geschichten drumherum bauen, was du eigentlich über Sachen, die für dich ganz normaler Alltag sind. Aber wenn man, ich meine, verliebt sein und so weiter, das ist ja im Prinzip eigentlich chemische Stoffe, Botenstoffe, die durch deinen Kopf und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo du das träumst, passiert es ja wirklich. Das heißt, ich war ja wirklich in dem Moment dann verliebt. Ja, weiß nicht, oder? Ich finde, Träume sind nur so oberflächliche Gefühle, die man einfach nur so plakativ vor sich herträgt. Ich bin jetzt sauer. Ich bin jetzt irgendwie ängstlich. Oh nein, ich will rennen. Aber du fühlst es doch ganz intensiv. Ja, ich glaube nicht, dass das so intensiv ist. Ich glaube, es ist total oberflächlich, wie so ein Luftballon, den man einfach nur sieht. Und wenn du ihn in der Hand hättest, würdest du sehen, dass er kein Gewicht hat. Es ist nicht wie echtes sich verlieben, würde ich jetzt behaupten. Darf ich kurz was fragen? Ich finde es nämlich super interessant, weil meine Frau, ich träume ja mehr oder weniger nicht, kann mich nicht erinnern, meine Frau träumt die ganze Zeit und ich bin immer drin und ich mache immer schlimme Sachen. Und sie ist dann immer sauer auf mich. Und es ist echt jedes Mal so, erzählt sie mir, was ich wieder Schlimmes gemacht habe in ihrem Traum. Und ist dann aber auch wirklich, im Grunde, was du meinst, sie übernimmt diese Emotion von Traum-Simon, der sie selbst ist, und ist dann sauer auf mich, fragt mich, was soll denn das bedeuten, dass du hier Bock hattest irgendwie auf diese andere Frau und dann gesagt hast, wir passen nicht mehr zusammen. Sie erwartet, dass du dich rechtfertigst für ihren Traum. Ja, und in ihrem Traum bin ich voll assi und beende ständig die Beziehung wegen irgendeiner anderen Frau. Und in Wirklichkeit liege ich röchelnd neben ihr und versuche einfach nach 5 Uhr morgens noch irgendwie einzuschlafen. Das ist ein Boomer-Problem. Aber ich meine, Traum ist ja, ganz oft hat man ja eigene Ängste, Sehnsüchte, unbewältigte Konflikte, die im Traum thematisiert werden. Und das kann ja schon dann auch eine Projektion sein, ihrer eigenen Ängste. Und für die bist du ja auch ein Stück weit mitverantwortlich, weil du ihr dann ja schon auch das Gefühl gibst, diese Ängste haben zu müssen. Das heißt, wenn man das jetzt wirklich komplett
Aufdröseln am Beginn der Kausalitätskette steht wahrscheinlich irgendwas, was du mal gemacht hast. Ganz sicher. Ja klar, wie soll es auch anders sein? Ja, deswegen ist das, finde ich, jetzt okay. Ich habe ganz oft geträumt, dass du mich im Stich lässt. Ja, aber es ist ja nie passiert. Aber Moment, wenn der Anfang der Kausalkette ist ja dieses Gefühl durch dein Verhalten begründet. Hast du ja gerade gesagt. Das heißt, müsstest du dich nicht hinterfragen, warum ich so schlecht von dir träume? Nein, es ist einfach, ich glaube, es ist eher, bei uns ist es so, dass es sehr, sehr oft eine Konstellation gibt, in der es passieren könnte, dass ich dich im Stich lasse. So wie jemand, der sehr viel im Heißluftballon fliegt, vielleicht auch mal davon träumt, dass sein Heißluftballon kaputt geht und er stirbt. Das heißt nicht, dass der jemals kaputt gegangen ist. Das heißt nur, dass du da vulnerabel bist. Aber ich würde es ja nie im Leben ausnutzen. Vulnerabel. Was ich aber eigentlich auch von dir noch wissen wollte, kannst du ja gleich beides beantworten, war, du bist jetzt aber nicht sauer auf... Also du übernimmst diese Emotionen jetzt nicht, oder? Die Liebe in das Echte oder Scheidungsgedanken. Es ist jetzt auch weg. Das ist ja das Erstaunliche. Ich habe mir dann diese Person nochmal online angeguckt, um zu gucken... Oh Gott, du darfst niemals sagen, wer das ist. Ich hab dann geguckt, ob ich das noch fühle, wenn ich jetzt Fotos sehe. Aber warum hast du dieses Risiko auf dich genommen? Weil ich wissen wollte, ob dieser Traum in mir irgendetwas erweckt hat, ein Verlangen, das vielleicht tief in mir geschlummert hat. Und dann habe ich mir diese Fotos angeguckt und gesagt, nee, ich spüre nichts. Und dann habe ich mich so dran erinnert, so, weil oft sind ja Träume auch so, ne, irgendwie vielleicht irgendwelche, also wenn man vom Autounfall träumt, dann heißt ja nicht automatisch, dass man Angst hat vom Autounfall, aber vielleicht hat man Angst generell vom Sterben oder vom Kontrollverlust. Also es kann ja immer so ein bisschen was bedeuten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich, ich bin jetzt, seit 18 Jahren in einer Beziehung, vielleicht ist in mir so ein bisschen das Verlangen so wieder nach junger, frischer Liebe, dieses Gefühl nochmal, dieses jugendliche Verliebtsein, das in mir schlummert. Träume, also vielleicht gibt es da es gibt das Unterbewusste. Und die Person ist wahrscheinlich austauschbar. Naja, vielleicht steht die Frau, vielleicht hat es nur oberflächlich was mit Sexualität und Liebe zu tun, aber im Unterbewussten steht eigentlich dieses Verlangen, dass du schon was Inniges hattest und das dann im Prinzip weggibst und da ist dann irgendwie so ein Schuldgefühl. Und ganz ehrlich, meine Theorie, ich bin ja Traumdeuter, wisst ihr auch, es geht um Diablo. Du hast viel zu viel innig, du hast Diablo, hast du wirklich, Alter, wie innig, wie viel du an Diablo gedacht hast. Und jetzt aber hast du im Prinzip Ziele erreicht und jetzt geht's auseinander. Und die Frau sozusagen, es liegt nur oben auf. Das sind dann wirklich die chemischen Botenstoffe, das ist so ein bisschen das Sexualisierte, das hat ja auch jeder von uns, das ist ja auch ganz normal. Aber im Unterbewussten ist es eher Diablo. Und es ist eher dieses Gefühl, dass du sehr tief mit Diablo... Also das Letzte, was ich vorm Einschlafen gemacht habe, war Diablo gespielt. Sag ich doch! Ja, das kann tatsächlich eine sehr gute Erklärung sein. Vielleicht kannst du, ich hatte jetzt was geträumt, das fiel mir auch wieder erst ein, als ich die Person dann zufälligerweise am selben Tag noch gesehen habe. So habe ich einen Traum mit Tobias Escher gehabt. Ja. Wir waren, ich weiß nicht mehr, wir saßen irgendwo zusammen und dann kam so ein Typ und hat Tobias geohrfeigt. Und dann war das halt so eine Art Mafia-Typ. Fußball. So jemand, der so von so einer Verbrecherorganisation kommt und er wollte dann, dass Tobi irgendwas für ihn macht und hat ihn halt schon, habe ihm schon Gewalt angedroht und ihn auch schon geschlagen und so und dann habe ich versucht, ihn davon abzuhalten, dass er Tobi sozusagen in diese Mafia-Organisation so und habe versucht so... Mit Gewalt oder mit Reden? Nee, mit Reden, was anderes kann ich nicht. Ja, aber du bist doch im Traum. Ja, aber... Ich hau immer Leute um. An dem Punkt war ich noch nicht und dann habe ich versucht, ihn irgendwie so von Tobias, so seine Aufmerksamkeit von Tobias wegzuziehen und die Gewalt zu beenden und ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass es ja vielleicht mit Kreativität noch einen anderen Weg gibt, wie er zu dem kommt, was er haben will. Und hat er sich auf einmal auf mich fokussiert. Und der hat dann immer so eine Freundlichkeit, weil diese Verbrecher haben ja dann, sind so freundlich, aber da drunter ist so eine Bedrohungsebene. Aber wenn man zur Polizei geht und dem Polizeibeamten aufschreiben lässt, was der alles gesagt hat, dann sagt er, ja, entschuldigen Sie bitte, das ist doch... Ne, aber man spürt die Bedrohung, die Doppeldeutigkeit hinter den Worten. Dann hat er sich zu mir zugewandt und wollte dann, dass ich sozusagen das Problem behebe, weil ich habe jetzt ja das Maul aufgemacht. Und hat Tobi dir geholfen? So, und der war weg, der hat nichts mehr gemacht. Er war einfach froh, ich bin frei. Ja, verschwinden. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Also, ich glaube tatsächlich. Uli, erklär uns bitte. An der Oberfläche wird es wahrscheinlich, also Fallout 4. Fußball ist einfach etwas, was du immer erlebst und du verbindest sozusagen Tobi mit einem... Also er ist dann die personifizierte
das Thema, das sich personifiziert, also Fußball, und die Bedrohung, ist etwas, was dir Fußball wegnimmt. In dem Fall, das ist auch oberflächlich, ist es dann halt irgendein Gangster gewesen, irgendeine Bedrohungslage. Das ist die FIFA-Mafia, dann ist, in deinem Thema geht es halt um diese Hilflosigkeit. Das ist das, was im Unterbewussten passiert. Mhm. Und dieser Gangster, also das, was dich ablenkt von deinem Lieblingsthema, womit du dich eigentlich am liebsten beschäftigen würdest, personifiziert von Tobi Escher, Fußball, da, wo du auch Liebe zurückkriegst, etwas Bedrohliches kommt und zieht dich halt rein und will dich ablenken. Also der Gangster ist das, was wir Fußball nimmt im Prinzip. Genau, richtig. Ja. Und in meiner Theorie, so wie ich das verstanden habe, ist das Diablo. Ja, stimmt. Ja, das macht Sinn. Ja. Am Ende ist dieses konstante Grinden. Das ist es eigentlich. Okay. Also ist es kommt auf dich zu und es lässt dich nicht los. So. Hast du auch was geträumt? Ich kann gerne Traum deuten, wenn du willst. Nee, das ist relativ selbsterklärend. Ich beschreibe ihn trotzdem. War ich sehr jung, deswegen da kann ich mich noch dran erinnern, komischerweise. Und ich lag im Bett, war wirklich 10 oder so. Und deswegen, meine Reaktion in Träumen ist anders als deine. Da war ich mit meiner Schwester unterwegs und irgendjemand hat angefangen, meine Schwester irgendwie zu nerven oder so. Und dann habe ich mich natürlich geprügelt und ich hau den und wache auf, meine Faust schmerzt, ich höre überall weißes Rauschen und habe im Traum wirklich richtig ausgeholt und habe auf das Kassettendeck geprügelt, was neben dem Bett, wo ich die Antennakassetten gehört habe. Und habe es dabei halt angemacht oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es laut und rauschte und war kaputt und ich habe halt im Traum da einfach reingehauen. Oh. Bin dadurch dann aufgewacht. Das werde ich auch nicht vergessen, weil auf jeden Fall fand ich das immer cool, dass ich meine Schwester verteidigt habe in diesem Traum. Fand ich immer cool, aber ansonsten ist das natürlich nicht die Reaktion. Aber in Träumen haue ich die Leute immer kaputt. Soweit ich mich erinnern kann. Weil da kann ich es ja dann noch machen. Du kannst rauslassen im Traum. Ist das Schöne. Da kannst du ja richtig mal die ganze Aggression. Du gewinnst auch. Ja. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn du in deinem eigenen Traum prügelst und verlierst. Was ist dann mit dir los, denke ich mir. Das ist super lame. Ja, ich habe auch irgendwann mal eine Zeit lang immer so Verfolgungsträume. Und vermutlich war das einfach bei mir, weil ich der beste Prokrastinierer der Welt bin, waren das einfach die ganzen unerledigten Sachen, die mich heimgesucht haben. Ja. Weil ich habe wirklich, heute immer noch, aber es ist ein bisschen weniger schlimm, aber früher haben mich so viele unerledigte Dinge heimgesucht und ich glaube, es hat sich in fortwährenden Verfolgungsträumen manifestiert. Naja, irgendwann habe ich aber auch Schnauze voll gehabt von diesem ständigen Verfolgtsein. Man ist dann ja in der Opferrolle. Und habe dann so auch in gewissen Träumen dann die Möglichkeit gefunden, einzugreifen ins Geschehen und mich selber auszustatten mit Dingen, die mir helfen, mich zu verteidigen und den Spieß umzudrehen. Das ist ja fast schon ein lucides Träumen, ne? Ja, einfach, weil ich die Schnauze voll hatte. Du hast einfach, Moment. Ja. Du hast einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das Opfer in meinen Träumen zu sein. Ich bin jetzt der Krasse in meinen Träumen. Richtig. Bullshit. Doch, ist es so. Alter. Ja, und dann habe ich so Sachen, wirklich, habe ich einfach, und das ist so ganz strange. Aber ich meine, das geht ja tatsächlich, ne? Also da gibt es ja Leute, lucides Träumen und so, die das machen. Es ist wirklich so. Und wenn du Einfluss hast, dann in dem Moment quasi in irgendeiner Form, und das ist eine ganz komische Ebene. Ich glaube, das gibt, ich glaube, ihm so. Ja, es ist wirklich so. War ich in der Lage, mir Sachen zu manifestieren, mit denen ich mich verteidigen kann oder die krass sind oder so weiter, weil ich in irgendeiner Form gecheckt habe, wie so ein Harry Potter sozusagen, dass es meine Welt ist, so wie bei Freddy Krüger oder so, wenn das ist ja auch wenn die auf einmal checken. Freddy Krüger ist keine Dokumentation. Ja, aber es geht trotzdem. Und ich kann dir nicht erklären, wieso. Du willst mir erzählen, du bist jetzt immer der Coole in deinen Träumen? Ich bin nicht immer der Coole. Ich werde ja erstmal verfolgt. Aber es ist halt einfach, weißt du überhaupt, wie oft man verfolgt wird, bis man an einen Punkt kommt, dass man sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich stelle mich der Scheiße jetzt. Im Traum, nicht in echt. Das würde bedeuten, ich würde Shit machen. Aber im Traum stelle ich mich jetzt der Sache. Aber die Sachen passieren doch unbewusst. Du kannst doch nicht unbewusst sein. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin kein Neurologe. Ich erzähl dir nur, was passiert ist. Pass auf. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl in einem Traum, dass du zum Beispiel, was mir echt häufiger passiert ist, dass ich irgendwas träume und dass ich im Traum glaube, ich träume und dann wache ich aber auf und merke, nee, fuck, ich habe nur gedacht, dass ich im Traum glaube, dass ich träume, aber in dem Moment, wo ich aufgewacht bin, habe ich, weißt du, was ich meine? Also wenn ich es könnte, dann wäre es nicht nur beim Knutschen geblieben in diesem Traum. Ich kann leider nicht steuern. Ich habe ganz oft ganz schlimme Träume. Ich habe fast jeden Tag schlimme Träume. Und wenn ich das nur auch nur in irgendeiner Weise beeinflussen könnte, dann hätte ich das schon getan. Das ist ja das Schlimme an diesen Träumen oder an Albträumen, sage ich mal, dass man sich so hilflos fühlt, dass man es eben nicht exakt. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du dann einfach mit der Faust auf den Tisch haust. Ich kann dir nicht erklären, wie das funktioniert, aber es ist einfach passiert. Und es ist auch nicht in jedem Traum so, dass ich das Gefühl habe, ich kann alles
steuern, aber es gibt wirklich Momente und es gibt Träume, wo... Also, ja, ich glaube, dass das auch, es gibt ja auch dieses, was Simon auch gerade gesagt hat, Träumen. Dass Leute so das üben, auch sozusagen ihre Träume zu steuern oder so. Also ich fühle mich immer als Spielball meiner Träume. Was nicht heißt, dass es nicht auch mal gute Träume gibt. Es gibt auch mal schöne Träume. Der gestern war ja auch schön. War ja wirklich, also Knutschen, ja. Das Knutschen war schön. Die Schuldgefühle, die dann da direkt mit reingeflossen sind, die waren nicht schön. Aber so generell habe ich natürlich auch mal gute Träume. Aber ich habe selten, also wenn ich mich überhaupt erinnern kann, dass ich mal Einfluss nehmen konnte. Ich kann mich erinnern, dass ich das versucht habe im Traum, dass zum Beispiel... Ja, aber das ist ja schon... Dass du zum Beispiel, ich habe ja ganz oft, habe ich ja auch schon tausendmal erzählt, immer diesen Traum, dass ich den Zug verpasse oder orientierungslos am Bahnhof, dass ich am falschen Gleis bin und so. Und da habe ich dann natürlich dann auch versucht, irgendwie das aufzuhalten. Aber was dem inne liegt, ist halt dieses Angstgefühl. Und das kann ich halt nicht besiegen. Mhm. Das, was letztendlich den Traum auslöst, wir müssen mal einen Traumexperten hier einladen, so wie den... Den Quantenmann müssen wir mal hier einen, den wir mit unseren Traumgeschichten. Oh Gott, ein Traumdeuter da war, ey. Ja, aber es muss schon legit sein. Es muss jetzt nicht so Mr. Globuli, sondern schon irgendjemand, der, wo ich das Gefühl habe, dass. Mr. Globuli. Ja, kam ja auch in den Kommentaren, habe ich auch schon mal gelesen, so einen Psychologen einzuladen. Ich glaube, so wenn du das, Analyse ist. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor. Ganz ehrlich, den lassen wir dann nicht mehr weg. Und der würde, das ist ja. Kennt ihr die lässt Szene? Lässt uns nicht mehr weg. Kennt ihr die Szene bei Paranormal Activity? Das ist einer der besten Found-Footage-Horrorfilme gewesen, damals vor 15 Jahren. Und da haben die so einen Poltergeist im Haus und irgendwann kommen die halt auf die Idee völlig zurecht. Deswegen ist der Film auch so geil, weil die Handlungen der Personen durchaus sinnig sind. Und man nicht denkt, sind die dumm, sondern die machen schon eigentlich richtige Sachen. Unter anderem holen die sich halt einen Priester nach Hause, so aus der katholischen Kirche. Jemand, wo du denkst, okay, der muss doch. Dann kommt der Priester rein und guckt nur so und denkt, oh fuck, shit, nee, der will mich hier nicht haben, das ist keine gute Idee und geht. Und er kann ihnen halt nicht helfen und das ist so geil, weil... So stellst du den Psychologen vor, der zu uns kommt. Ja, da werde ich gleich zukommen, ich hätte noch ein, zwei Sätze gesagt, aber so stelle ich mir den Psychologen vor, der kommt zu uns und denkt so, ja, ich mache mal hier meinen Job und oh fuck, es ist zu viel. Ich stelle mir noch so vor, wie der danach das Studio verlässt und unten so auf sein Taxi wartet und wir stehen alle so da, ja und dann einmal habe ich dann auch noch geträumt, wissen Sie, was das, und er so, will einfach nur mit dem Taxi weg. Schnitt, er sitzt so im Taxi und wir sind alle immer noch so dabei. Ach, wissen Sie was, ich wollte eh gerade nach Stuttgart. Das ist ja nur der Trailer für das Almost Daily, wenn der dann kommt. Oh, oder Sie. Mann, ja, ja. Ja. Ich träume nicht mehr. Ich krieg manchmal gesagt, du erinnerst dich. Schlaf, ja, von mir aus auch so, wahrscheinlich träume ich, aber so wie früher mit solchen wirklich sehr, sehr erlebbaren Erinnerungen an Träume, das habe ich wirklich lange nicht mehr. Also wirklich lange nicht mehr. Und vielleicht, weil du so erschöpft bist, einfach, dass du so einen erschöpften Schlaf hast. Ohne da jetzt auch wieder zu tief reinzugehen, aber Traum, also vor allen Dingen Tagträumen und Halluzinieren war bei mir in der Therapie ein sehr großes Thema. Also ich habe oft am Tag geträumt und du hast das Wort manifestieren zum Beispiel vorhin genutzt kurz. So dieses Self-Fulfilling Prophecy-mäßig. Ich stelle mir etwas so sehr vor und dann, ohne es zu wissen, beeinflusse ich dann die Szenerie. Also wenn ich tagträume, driften Gedanken weg und irgendwo agiere ich dann so danach. Scrubs-mäßig? Ja, tatsächlich, ja. Ja, nee, ernsthaft. Das habe ich jetzt. Aber auch also, ne, ich habe also auch vielleicht auch durch die... Auch durch die Arbeit zum Beispiel. Ich habe wirklich oft Minimatzen. Also ich sehe Bilder im Kopf. Wenn ich irgendwas, ist egal, was ist ein Input, es kann ein Geräusch sein, es kann ein Lied sein, es kann ein Geruch sein, es können Menschen sein. Bei mir flackert es dann tatsächlich durch und visuell wie Tagträume. Das habe ich zum Beispiel, ich habe ja auch schon neulich, habe ich das mal gesagt, ich habe ganz oft Phasen, wo ich nichts denke. Ja, wir haben, und das wir haben ich, genau das Thema schon mal. Ja, ja, und ja. Das finde ich so strange, wenn du irgendwo sitzt, du hast Zeit, du wartest auf den Bus, guckst mal nicht ins Handy und ich glaube, das hängt unmittelbar mit Handy zusammen. So, ich lasse das extra weg und dann gucke ich und... Ja, das ist normal. Also es ist, aber es ist normal. Es ist normal, dass Männer an nichts denken ab und zu. Das ist komplett normal. Ja, es gibt ja sogar. Ich ja kein Mann. Es gibt ja diese Space Out Competition in Japan. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber wie heißt das? Das Genre heißt Space Out. Also der Gedanke ist quasi einfach nur so zu gucken. Mentales Pfahlsitzen. Und quasi, was die dann drin machen im Kopf, ist ja quasi deren Sache. Aber es geht darum, dass sie nicht schlafen, dass sie in keinster Weise irgendwie was machen, sondern einfach nur
ausgesonkt sind. Also das ist eine Competition und da gibt es Leute, die machen das stundenlang. Lame Meditation, aber, oder was? Ja, ich habe vor kurzem einen gesehen, das war richtig der absolute King, in einem Zeitraffer, der hat sich einfach 24 Stunden lang vor eine Uhr gesetzt. Und hat dann einfach im Zeitraffer, siehst du es, halt 24 Stunden vor dieser Uhr gesessen und die ganze Zeit nur auf die Uhr geguckt. Und meine Frau meinte so, das würdest du niemals schaffen. Und ich bestätige, das würde mich umbringen. Ey, da fällt mir ein, ja, das wollte ich euch noch empfehlen. Es gibt auf Amazon jetzt eine neue Serie, die ist irgendwie unterm Radar. Ich habe es auch neulich schon im Porn-Podcast erzählt. Aber es ist wirklich cool. Ich bin da rübergeschoben, habe nichts erwartet. Es ist moderiert von Steven Gätjen, unserem guten Freund Steven Gätjen. Die Sendung heißt Lights Out. Und es ist, glaube ich, 6 oder 7 Teile. Ich habe es komplett durchgebinged. Die gehen auch nur so eine halbe Stunde. 6 Promis. Es klingt erstmal scheiße, aber hear me out. 6 Promis, unter anderem Janine Michaelsen, die wir ja auch alle kennen, Jochen Schropp, die Tochter von Markus Söder, frag mich nicht warum, die Tochter von Till Schweiger und noch 2 andere und hier Pietro Lombardi und die werden eingesperrt für 6 Tage. Ich will keiner dieser Personen irgendwas wissen. Ne? Warte, ja egal, hör erstmal, hear me doch out, vertraut mir doch. So, die werden 6 Tage lang, gehen die in eine so eine Art Big Brother House, kann man es eigentlich nicht nennen, so eine Wohnung, komplett dunkel. 6 Tage lang kein Licht, so dunkel, dass du deine eigene Hand nicht siehst. Also nichts, du siehst nichts. Die kommen rein und die sehen auch nicht, wer da reinkommt. Und dann wird, und ich meine, ich weiß nicht, ob es gefaked ist oder nicht, weil ich stelle mir einfach nur so vor, 6 Tage lang nichts sehen, ist schon auch eine psychische Belastung. Die können dann so kleinere Challenges machen, wo sie dann mal eine halbe Stunde in so einen Raum kommen, wo dann Licht ist, wo sie dann, das ist ein bisschen quatschig, wo sie dann auf dem iPad irgendwie Grüße von ihrer Familie sehen, das ist kompletter Quatsch. Aber was bestehen bleibt, ist, dass die halt wirklich in dieser dunklen Wohnung sind. Und das ist saulustig auch zum einen, weil du siehst halt alles so mit so einer Nachtkamera. Also im Prinzip ist die ganze Show mehr oder weniger schwarz-weiß. Und du siehst halt, wie die halt stolpern, auf die Fresse fliegen, wie die so dann lernen anhand von Möbelstücken und Wänden sich zu orientieren. Die haben dann so, die schlafen da auch, die haben so ein kreisrundes, wie so Tortenstücke, die Betten. Und an den Wänden von den Betten sind die Namen, die sie dann so fühlen können, dass sie wissen, wo ihr Bett ist. Und das Geile ist, dann kommt auch noch einer rein, der zu 90% blind ist, der bald 100% wahrscheinlich blind sein wird. Der kommt auch noch rein. Er ist das halt schon so ein bisschen gewohnt. Und es ist wirklich ein geiles Sozialexperiment, weil zum einen, was machst du 6 Tage lang? Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber du kannst ja nichts machen. Nicht lesen, nicht glotzen, kein Handy. Das heißt, du kannst mit den Leuten natürlich reden und ansonsten kannst du halt schlafen. Was machst du 6 Tage lang? Aber ist das nicht bei den ganzen anderen, ich guck die gar nicht, aber ist das nicht bei allen anderen Shows quasi genauso so, ihr habt nichts zu tun, also quatschen die dann den ganzen Tag miteinander? Ja, im Prinzip schon, aber es ist halt trotzdem, wie gesagt, stellst dir vor, ja, du siehst 6 Tage lang nichts, ja. Du verlierst komplettes Gefühl für Uhrzeit, für Orientierung, also es ist schon sehr, sehr abgefahren. Die essen, die müssen ja dann auch essen, die haben dann am Ende, wenn das Licht dann angeht nach 6 Tagen, haben die dann so Sonnenbrillen mit so ganz dunklen Gläsern, dass die Augen sich langsam an die Helligkeit gewöhnen. Und dann sehen die zum ersten Mal so dann den Raum, in dem sie 6 Tage waren, ohne was zu sehen, und stellen fest, Alter, da war ein Kühlschrank mit Snacks. Den haben die halt die 6 Tage lang nicht entdeckt. So, die eine macht Essen oder will abräumen, was auch eine super dumme Idee ist. Ich raff nicht, wie auf die Idee kommen. Ich würde es nicht mal mit Licht, wenn ich sehen kann, machen. Die hat versucht, 2 Teller gleichzeitig abzuräumen. Einer ist ihr hingeflatscht, das ganze Essen auf dem Boden. Dann musste die im Dunkeln durch Tasten fühlen, wo noch Essensreste sind. Und das ist halt lustig, weil dann räumt sie das alles weg und sagt so, ich glaube, es ist jetzt sauber. Und durch die Nachtkamera sehen wir halt, nee, ist halt nicht sauber. Und es ist halt wirklich, es macht super Bock. Du bingest es durch in 3 Stunden oder 2,5 Stunden an einem Abend. Und ich war wirklich relativ angetan. Da sind ein paar quatschige Sachen dabei. Dann machen die ab der Hälfte der Show, fahren die aus den Wänden so Stoffdinger raus. Wie nennt man so, wie bei American Gladiators, so Polster. Das heißt, die sind vorher, haben die sich immer an den Wänden langgetastet und plötzlich ist da so ein Stoffding und die knallen plötzlich mit dem Kopf. Weil die haben die Struktur des Raums sozusagen verändert, ja. Dann machen die so Challenges, wo denen dann gesagt wird, ihr werdet hochgehoben. Die werden dann so an so Säcken so hochgezogen. Und ihr seid jetzt irgendwie 5 Meter, unter euch ist ein Wasserbecken. Und dabei sind die aber am Boden. Aber die wissen es halt nicht. Die glauben halt, dass sie 5 Meter hoch sind und so Geschichten.
Ja, heißt Lights Out, gibt's auf Amazon. Irgendwie kein Mensch kennt es, es ist auch ganz schlecht beworben. Ich habe es durch Zufall entdeckt und dachte eigentlich, ich gucke da 3 Minuten rein, dann habe ich keinen Bock mehr. Aber ich habe es komplett an einem Stück durchgebinscht mit meiner Frau und es war sehr unterhaltsam und wollte ich nur mal so als Tipp geben. Guckt es euch mal an. Ist wirklich mal was anderes. Und es ist nicht so trashig, so wie so diese Assi-Promi-Big-Brother-Geschichten. Würdet ihr ein halbes Hähnchen richtig schön essen können, wenn ihr nicht sehen könntet im Dunkeln? Also ich habe gerade über nachgedacht, welches Essen wäre denn eigentlich lustig, aber auch schwer zu essen so im Dunkeln, wenn du nicht gucken kannst. Könnte man nicht vielleicht das Essen so luminisieren? Also dass das so halt, wenn man... Soll ja nicht. Wenn man, ja, aber wäre das nicht auch lustig, wenn alles dunkel wäre, bis auf das Essen? Und so ein schönes, leuchtendes, dampfendes Hähnchen. Das ist so radioaktiv oder was? Lecker. Nee, aber kann man den aber wieso sollte denn ausgerechnet ein Hähnchen schwer zu essen sein? Ist das nicht eher eines der leichteren Sachen? Ja, doch, das kann man besser gut greifen, ja. Kannst du einfach greifen und... Reis? Oder? Ja. Ja, ach ja, ich hab Hunger. Ich glaube, da jetzt, ich habe mich von wegen mein Unterbewusstes. Jetzt so einen halben Hahn. Einfach jetzt so ein leckeres halbes Hähnchen. Ja. Oh. Ich musste eben bei dem ganzen, ich finde die Idee gut, aber mir deswegen 5 Folgen von irgendwas anzugucken, ich weiß nicht. Aber ich finde die Idee interessant. Ich musste nur gerade überlegen, was eigentlich mein Problem ist, warum ich die alle nicht mag. Und wenn ich dann so, ich kriege ja nur bei Twitter mit so Sommerhaus und so, wenn dann wieder was ist und alle nur sagen, jetzt ist es aber wirklich einfach unangenehm und scheiße. Und ich denke mir nur, ja, warum guckt man sich sowas freiwillig an? Und dann habe ich überlegt, was gucke ich überhaupt noch in der Hinsicht? Und da ist mir aufgefallen, dass meine Frau guckt, ich glaube, das heißt Love Island oder so, aber ein japanisches ist nicht dieses, ich weiß nicht, ob es so heißt, ich habe sie schon gerade gefragt. Und da fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich diese Sachen sind, weil sie ist auch jemand, die diesen Gossip und diesen ganzen Kram auch nicht so mag und dieses, sie streiten sich. Und diese japanische Show ist total lieb und wholesome, weil das einfach so 40-, 50-jährige Männer und Frauen sind, die alle noch Single sind oder immer noch oder wieder Single oder so, oder die Kinder sind aus dem Haus und der Mann ist gestorben oder. Und dann die besuchen halt nochmal die große Liebe und dann sind die da in so einem kleinen Dorf zusammen und den ganzen Tag sind Arbeiten zu tun. Die Männer renovieren quasi dann die Hütten der Frauen und so, also das so ständig arbeiten, dass die sich näher kommen. Und es ist alles so lieb und süß und die sind immer so verliebt und so ineinander dann sofort. Und es ist immer so traurig, wenn dann irgendwie die Liebe nicht erwidert wird. Und es ist so zahm und samtig und ganz anders als der Shit, den wir teilweise hier in Deutschland kredenzt bekommen. Und da merkt man die unterschiedliche Mentalität, weil das wirklich eben nicht darum geht, zu erniedrigen oder so, sondern wirklich sich an dieser aufblühenden Liebe von schüchternen Menschen zu erfreuen. Weißt du so? Und es wird nochmal kommentiert von Leuten, die auch nicht zynisch kommentieren oder so, die nur so, das ist aber süß und so. Und ich dachte mir auch am Anfang, das kann ich mir echt gar nicht lange angucken, ist mir zu süß. Und dann, jetzt gucke ich das immer mit ihr und irgendwie macht es mir echt Freude. Obwohl ich sowas null gucken würde, aber die machen es auf eine Art, die, das ist einfach wholesome. Ich weiß nicht, mich an schön. Diese. Davon würde ich mir mehr wünschen im deutschen Fernsehen. Ernsthaft. Was Schönes. Nicht dieses, wir haben drei Leute gefunden, die sich richtig scheiße finden und packen sie zusammen mit 10 anderen Vollidioten in eine Hütte. So, das ist doch eklig. Ja. Entschuldigung, ich wollte es nicht. Nee, ich wollte einfach, du hast ja auch mal neulich, und ich habe mir das dann auch mal angeguckt, was empfohlen aus Südkorea, wo es um so starke Leute geht. Physical 100. Physical 100. Das habe ich mir dann einfach angeguckt. Und da ist es ja auch zu beobachten, dass das ist ja ein kompetitives Format, wo es um Stärke geht, wo die Leute miteinander rangeln und ringen und wirklich in den Wettkampf gehen. Aber die sind alle so total höflich und respektabel. Ist der stark, das hat der gut gemacht, das ist der, der ist und so. Und dann geht es darum, sich Partner auszusuchen, gegen die man kämpfen muss. Und dann suchen die sich teilweise extra so Stärkere aus, so weil die halt Ehre. Nicht aus Ehre, weil die halt nicht jemanden nehmen wollen, der schwächer ist. Oder sie nehmen. Sie sind Fan von einem Kämpfer und nehmen den dann wohl wissend, dass sie wahrscheinlich verlieren, einfach nur, weil es für sie so geil ist, gegen den zu kämpfen oder so. Also das ist schon ziemlich... Das Gegenteil von Jake Paul gegen Mike Tyson. Ja, exakt. Oh Mann, ey. Ich kann das sehr empfehlen. Physical 100 und lass mich kurz einmal gucken. Sie hat mir nicht geantwortet. Also ich glaube Love Island, so eine japanische Dating-Show. Just saying. Jake Paul, Mike Tyson, ich habe das... nicht gucken wollen, weil ich komplett alles daran albern fand, auch vorher schon im Vorfeld, wie das alles aufgeblasen wurde. So, und ich hab schon damals gedacht, okay, jeder Spitzensportler, egal aus welcher Sportart, ist in einem Alter gehandicapt. Weil wenn du deinen Körper so sehr
in Anspruch nimmst, dass du auf so einem Niveau körperlich mithalten kannst, das schädigt deinen Körper. Ich glaube, die allermeisten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben im Alter Probleme mit irgendwas. Und Mike Tyson ist halt 58, Schwergewichtsboxer. Und dann auch noch ein Boxer, der nicht irgendwie Floyd Mayweather-mäßig so den Schlägen ausweicht, sondern der hat halt kassiert. Dass der mit 58 nicht mehr in der Lage ist, in einem Ring zu stehen und richtig zu... Der würde mich töten, klar. Aber gegen jemanden, der eine ähnliche Gewichtsklasse hat und jeden Tag Boxen übt, ist völlig klar gewesen. Mhm. Ja, come on. Ey, mich würde er töten, klar, aber wenn... Er hätte auch Jake Paul, glaube ich, getötet, wenn er gewollt hätte. Nee, wenn er gekonnt hätte. Er konnte ja, ich glaube schon, dass er noch gekonnt hätte. Also ich glaube, ja. Ich habe den Kampf auch gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles rigged war. Dass das abgesprochen war. Es gab Internet ist ja mittlerweile auch voll von so Zeitlupen und Szenen, wo man sieht, wo die Killer-Punches, wo Mike Tyson den Punch sozusagen mittendrin abbricht. Gerade noch in der ersten Runde. So nach hinten raus glaube ich auch, dass da dann nicht mehr so viel ging. Aber das wirkte schon sehr komisch. Er hat ja auch kaum geschlagen. Also, aber es ist natürlich schwer zu sagen. Liegt es daran, dass es Absprachen gab oder liegt es daran, dass er nicht konnte? So oder so ist es natürlich irgendwie schäbig, aber ja, ich glaube schon, dass es da Situationen gab, wo er ihn hätte ausnocken können. Und es gab ja auch so Trainingszusammenschnitte. Ja. Der muss ja nicht, die sind so schnell. Der muss ja nicht 15 Minuten am Stück. Nein. Es reicht ja eine Kombination, pam, pam, und dann, und Jake Paul ist so ein schlechter Boxer. Du hast das gesehen bei all seinen Punches, wie er immer die Hand runterlässt und immer, da waren Fenster, wo ein normaler Boxer einfach instinktmäßig, weil er es einfach sein ganzes Leben lang trainiert hat, weil er gar nicht anders kann, da reinboxen wird. Und Mike Tyson hat ja auch dauernd seinen Handschuh gebissen. Da wird ja auch viel drüber spekuliert. Was so ein Zeichen ist, oder was? Also meine Theorie, also aber nicht bestätigt ist, aber meine Theorie ist, dass der wirklich da reingebissen hat, weil Mike Tyson ist ja auch bekannt dafür gewesen, dass der so durchdreht. Ne? Wir wissen, der hat ja schon mal ein Ohr abgebissen. So. Der hat wirklich im Ring wie so ein Stier rot gesehen und einfach, der wurde ja auch trainiert. Dem wurde ja wie so ein Tier, wie so ein wirklich ein Stier, der wurde rausgelassen und dann hat er einfach nur noch geschlagen. Ja, so, ja. Und ich glaube, der musste sich dadurch selber erinnern und zurückhalten, nicht reflexmäßig irgendwas zu machen. Und es gibt so Szenen, wo es wirklich auffällig ist, wo er dann auch so nickt zu Jake Paul und so nach dem Motto, es gibt angebliche Vertragsentwürfe, wo es heißt, wenn er ihn in der ersten Runde ausnockt, dann gibt es halt weniger bis keine Kohle und so. Ich meine, man stelle sich mal vor, so gebaut, dass er mehr verliert, wenn er gewinnt. Stell dir vor, es ist dieses riesen Netflix-Event, es ist dieses 60 Millionen Leute haben, glaube ich, zugeguckt, wenn sie konnten, weil es ja irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Angeblich 100 Millionen, aber davon haben die Hälfte wie ich in der Warteschlange gesessen und den Kringel gesessen. Ja, auf jeden Fall eine Riesenmasse. Dann ist da ein Riesenvorprogramm in der Halle, alles voll mit Promis. Und dann kommt dieser Kampf und nach 5 Sekunden, so wie es früher ja bei den Tyson-Kämpfen auch gerne mal war, er weicht aus, pam, fertig. So, das wäre für alle Beteiligten, außer vielleicht Mike Tyson, der dann vielleicht weniger Kohle gekriegt hätte, wäre das eine Lose-Situation gewesen, ne? Also, ich weiß nicht, ich glaube, ja, dass da viel Fake im Spiel ist. Das ist viel Fake im Spiel, glaube ich auch. Ich habe das deshalb geguckt, weil ich morgens um 5.50 Uhr losgefahren bin, weil ich so einen Trip gemacht habe nach Füssen zum Schloss Neuschwanstein. Und deswegen, als ich gerade da quasi gewartet habe, am Flughafen, saß ich halt mit meinem Handy und es war genau die Zeit, wo quasi der Kampf losging. Und da wurde leider auch die ganze Zeit nur geladen und so. Ich war auch, konnte auch nicht gucken, aber deswegen habe ich halt ein bisschen was auf jeden Fall dazu gesehen. Und gerade gegen Ende hatte man auch schon das Gefühl, dass er ein absoluter Nicht-Angriffspakt ist. Also es war auf jeden Fall eine ziemlich lame Veranstaltung. Ja. Aber das war ja auch erwartbar, so oder so. Also entweder, also es war von allen, entweder Tyson kann nicht und selbst wenn er gekonnt hätte, darf er nicht. Ist ja klar, dass er dann den Paul nicht umbringt. Und der Paul will ja auch einen Mike Tyson anders nicht, will den ja auch nicht bloßstellen. Ich glaube schon, dass er den auch respektiert. Der wollte ihn jetzt ja auch nicht bloßstellen. Der hat sich halt wahrscheinlich so irgendwie so einen Traum. Ja,
Also egal wie du rangehst an diesen Kampf, es ist ja logisch, dass da jetzt nicht sowas zu erwarten ist wie Ali gegen Holyfield oder so. Von daher, egal. Jedenfalls war das komplett lame. Also und dass der Stream dann auch nicht funktioniert, das ist einfach nochmal die Kirsche oben drauf. Mir taten, ja, so Leute, das war wirklich der größte, taten Leute so leid, weil ich war um 5.50 Uhr wach und ich wollte nicht wach sein. Und ich weiß aber, dass es auch Leute gibt, die das gestreamt haben. So eine Reaction drauf. Und die taten mir auch leid, weil ich gedacht habe, okay, stell dir mal vor, du streamst zu so einer Zeit um 5.50 Uhr und dann kannst du den Kampf nicht gucken. Ja, vor allen Dingen, genau, du wartest ja Stunde um Stunde. Ich habe aufgeräumt, ich habe hier in der Küche sauber gemacht, Geschirr gespült, lauter Sachen gemacht, die ich nur mache, wenn ich wirklich nichts anderes mehr zu tun habe. Und am Ende war die Wohnung sauber und der Fernseher blieb leer. Das war echt schon ganz schön frustrierend. Ja, die haben nicht damit gerechnet. Gerade bei einem Boxkampf. Ey, wie kannst du denn, ne, ich glaube, dass Netflix einfach nicht ganz fähig ist, diese Livestreaming so hinzukriegen, wie es andere große Plattformen hinkriegen. Dass die Königsdisziplin Livestream und Netflix kann vieles, aber das halt nicht. So, die müssen halt lernen, wie es geht. So, und das war halt verkackt. So. Ich frage mich gerade, welche Events haben denn so viele Streams? Alles. So YouTube, ne, klar, du, also stimmt schon, aber Spotify, YouTube, die haben alle teilweise absurde Livestream-Zahlen. Ich weiß, also ja. Streaming-Zahlen, sage ich jetzt mal. Livestream ist ja nochmal wirklich was anderes. Deswegen, also es geht ja explizit um Livestream. Ja, nur wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass, also es geht ja in Silicon Valley, wie heißt das, in die Serie über Silicon Valley. Heißt das so? Mhm. Silicon Valley, die Serie, ne? Da gibt es nämlich genau das. Da gibt es einen Boxkampf und deren Algorithmus soll dann irgendwie dieses Streaming vereinfachen. Natürlich passiert irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist genau dieselbe Situation. Das ist nicht, ey. Und alle rasten völlig aus, weil es eben diesen Kringel gibt. Und dass das absolute Super-GAU ist. Und das ging garantiert auch so bei Netflix, yeah, dass da richtig Ärger. Da sind Leute geflogen, auch wenn sie keine Schuld hatten. Da wurde richtig gekachelt am Ende. Weil das ist also noch peinlicher geht's halt nicht. Ne? Die Leute zahlen dafür und dann geht's nicht. Und dann kannst du es nirgendwo sonst gucken. Ein Live-Event, so dumm. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt so. Sie hätten halt, was sie auch noch gemacht haben übrigens, ich finde es ja, mir ist das ja eigentlich alles so ein bisschen egal, aber es ist lustig zu sehen im Nachhinein, warum es so gewesen ist. Die haben 4K priorisiert, weil die Leute am meisten zahlen und da war nicht mehr genug Bandbreite für den Rest übrig. Mhm. Also ein typisches 1%-Problem. Die Reichen sollen erstmal ihren Shit kriegen und dann können die Peasants 1000 Meter entfernt vielleicht auch nochmal den Ring sehen über die große Videoleinwand. Mhm. Also es war einfach ein Fail. Aber für 20 Millionen, also der hat ja irgendwie 20 Millionen gekriegt, Mike Tyson, für 20 Millionen, wen würdet ihr verprügeln? Nee, ihr dürftet ja. Also gehen wir mal davon aus, dass die Absprache war, du kriegst die 20 Millionen nur, wenn du aufs Maul kriegst. Also ich kassiere, wie lange haben die, wie viele Runden? 8. Aller 2 Minuten, oder? Nee, ich glaube 1,5 sogar nur. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte keinen Bock, auch hier Jake Paul, ich meine, der kann das ja schon, der haut dir schon fett auf die Fresse, ne? Ja, aber für 20 Millionen? Ja, aber was bringt's dir, wenn du danach einfach keinen Nacken mehr hast oder so für immer? Ey, die trainieren ihren Nacken primär wie Wrestler auch, weil du halt diese ganzen Dinger abhalten musst. Mach das mal 16 Minuten. Ja, natürlich, aber 20 Millionen. Ich möchte halt nicht sterben. Aber warum, also du würdest... Da stirbst du doch. Du kannst ja alles nehmen, weil der einzige Grund, weshalb die beiden im Ring stehen, sind ja, weil sie Boxer sind. Du bist ja kein Boxer, also ist ja, kannst ja alles machen. Du müsstest ja vielleicht irgendwas nehmen, was ein bisschen mehr an deiner Biografie ist. Essen. So eine Muckbang weg. Naja, aber weiß ich, bei dir wäre keine Ahnung, Stand-up wäre jetzt für dich, wäre eher eine 20 Millionen dafür, dass du vor Louis C.K. ein Stand-up bespielst. Okay, ich verstehe, was du meinst. Während Louis C.K. an sich rumfummelt. Ich finde einfach diese Promi-Fights, die sind ja irgendwie, also es war ja schon mit McGregor gegen Mayweather oder jetzt solche Geschichten, das ist ja so ein bisschen, das wird jetzt durch die Quote und die Kohle auch nicht weniger. Es hat ja dann nach dem Kampf gefühlt jeder Jake Paul rausgefordert, ne? Also auch richtige Boxer und jeder sagt irgendwie so, ja klar, weil jeder sich sagt, es ist mir egal, für die Summe boxe ich auch gegen dich. So, es ist ein bisschen wie bei Gladiator, als dann der König da, der Kaiser, in den Ring steigt und irgendwelche instruierten Gladiatoren besiegt. Und alle spielen das mit. Jeder weiß, das ist alles abgekatert, aber alle spielen es mit, ja, weil er halt der Kaiser ist. Und so ein bisschen ist das vielleicht dann auch mit ihm so. Die Leute um ihn herum legitimieren ihn als krassen Boxer, weil sie alle das Spiel mitspielen. Ja.
Aber ich meine, Leute, die wirklich sich, ich bin's ja nicht, aber die sich für Boxen wirklich interessieren, die sehen da, glaube ich, schon immer noch die Unterschiede. Ich meine, du zum Beispiel sagst ja selbst auch, dass der nicht boxen kann oder dass der halt irgendwie keine gute Haltung hat. Ich meine, kann boxen, aber der ist halt, der boxt seit 4 Jahren. Ist, meine eben, dass Leute, die es analysieren, auch als Amateure trotzdem checken, dass der halt jetzt nicht kein Boxprofi ist in dem Sinne. Ich bin jetzt auch kein Boxexperte. Also, ich ab und zu gucke ich mal Sachen, früher auch schon so vereinzelt, aber was ein Beispiel dazu ist ja Anthony Joshua. Das ist ein britischer Schwergewichtsboxer, der auch Weltmeister war und dann auch Wladimir Klitschko geschlagen und in Rente geschickt. Und der hat halt eine unglaubliche Physis, also der ist richtig groß und ein unfassbares Muskelpaket. Aber der hat halt nicht als Kind oder als Amateur geboxt. Und wenn der halt mit jemandem boxt, dann siehst du, okay, der boxt seit ein paar Jahren und der hat halt diese Kraft und der hat halt diese Physis. Aber wenn er gegen jemanden boxt, der 100 Amateurkämpfe hat, siehst du die Unterschiede. Also der hat jetzt gegen Usyk zum Beispiel auch verloren. Und Usyk ist halt eigentlich ein, zwei Gewichtsklassen unter dem. So, der hat sich nur so hochgepumpt, weil er mehr Kohle kriegt und relevanter ist im Schwergewicht. Und der ist halt ein krasser Boxer. Und obwohl der weniger Reichweite hat, weniger Größe hat, weniger Schlagkraft hat, hat er den einfach ausgeboxt. Obwohl eigentlich Anthony Joshua alle Vorteile auf seiner Seite hat. Aber der boxt halt erst seit, whatever, 8 Jahren oder so. Das kann man halt nicht so aufholen. Vor allen Dingen in dem Alter nicht mehr. Ne? Also ich meine, Mike Tyson hat, glaube ich, mit 12 oder 13 jeden Tag 8 Stunden lang unter Castamato geboxt, also seinem legendären Boxtrainer. Und abgesehen davon, dass er auch diese Mentalität und alles da noch dabei hatte, der hat nichts anderes gemacht in seinem Leben, ne? Bis er halt irgendwann retired ist und, glaube ich, Weed entdeckt hat für sich. Aber bis dahin hat der nur fürs Kämpfen gelebt, von morgens bis abends. Alles, was der gemacht hat, war darauf ausgelegt, in diesen paar Minuten im Ring komplett zu unleashen und auszurasten. Und Jake Paul, wenn du dir anguckst, da gibt es ja auch so lustige Videos im Internet, im Alter, wo Mike Tyson geboxt hat, hat der TikTok-Tanzvideos gemacht und war so ein Strich. Der hat sich jetzt tätowiert und hat natürlich ordentlich Muskeln drauf geschafft. Der ist steinreich, der hat die krassesten Trainer und Voraussetzungen. Aber der boxt seit 4 Jahren. Du kannst nicht gegen jemanden, der professionell seit 30 Jahren boxt, kannst du es eigentlich. Machst du nur nicht eigentlich genau da, nennst du da nicht genau das Problem, dass jemand von den Grassroots aufgrund seines Talentes sich hochgekämpft hat, hochgeboxt hat und jemand anders, der einfach den ganzen Scheiß in den Arsch geschoben bekommt, weil er halt Geld hat, holt sich das einfach und holt sich dann diese Leute als Legitimation, als so eine Art, halt so Fluff, ne, fürs eigene Ego, besiegt diese Legende dann auch noch in der demütigenden Show auf Netflix. Und alles, was am Ende rumgekommen ist, ist ein bisschen Geld für alle. Das schadet. Aber es ist halt Entertainment. Das zerstört. Ja, aber ich finde, es zerstört halt schon die Integrität dieses Sportes, wenn dann halt, wie gesagt, wenn du dich da einfach einkaufen kannst und dann auch nach 4 Jahren alle sagen, doch, er ist ein seriöser Boxer und Joe Rogan das sagt oder so, denk ich mir, okay, es ist halt doch. Du doch nur, wie viel Geld du hast und wen du kennst. So. Also dann kannst du selbst Boxchamp werden. Ja, aber also es wird schon sehr kritisch natürlich gesehen. Es gibt ja, von den Fans. Das Ding ist halt, aber es gucken trotzdem alle. Ich finde find das Fake-Ding auch scheiße. Und ich war früher riesengroßer Mike Tyson-Fan. So ich als Kind bei Ringe frei. Ich hatte immer die Tapes und so. Und der Freund von meiner Mutter, mit dem habe ich das dann immer zusammengeguckt und so. Und das war echt ein großes Ding. Ich war wirklich großer Fan. Und das bricht mir das Herz, dann irgendwie diesen wackeligen Mike Tyson, der kaum laufen kann. Der hat in einem Interview gesagt, vor einem halben Jahr oder so wäre er fast gestorben, weil er irgendwie Infusionen kriegen musste und so weiter. Also der ist, und das tut mir dann so weh, diese Legacy so zu sehen. Und es gibt super viele Kritiken da dran und Leute, die sich darüber lustig machen. Und trotzdem guckt es halt jeder. Das ist halt das Ding, ich guck's halt auch. Ich find's auch scheiße, aber natürlich gucke ich es mir halt an. Ich will halt auch wissen, was passiert so. Und das ist halt die Krux an all diesen Sachen, über die man lästert, wo man sagt, die sind scheiße. Ja, am Ende ist es Entertainment und wir klicken trotzdem drauf und gucken und dann lästern wir im Internet drüber ab. Aber wir sind auch Teil des Problems, weil klar. Wir reden jetzt gerade drüber, wir geben dem Relevanz, die Leute im Internet machen Memes und das gibt natürlich dann so einem Jake Paul recht, weil dem ist es egal, der definiert sich über seine Kohle. Ne, der sagt sich einfach, ja, was wollt ihr machen? Ich hab gegen Mike Tyson, ich habe gegen mein Kindheitsidol geboxt, gewonnen und 60 Millionen verdient. Kannst ihm gar nicht unbedingt verübeln. Ich meine, er heult sich jetzt nicht in den Schlaf. Nee, ich würde ihm das nicht mal übel nehmen, weil ich denke, ja, gut, er hat halt wirklich Interesse dran scheinbar, er trainiert das ja auch und so.
wenn das sein Traum ist und er die Kohle hat, soll er machen. Das ist nur schade, dass das halt möglich ist. Solche Showkampf-Quatsch-Sachen. Aber wie du gesagt hast, das ist die das Leute ist halt das Ding. Selbst. Für 20 Millionen oder 40 Millionen kannst du, du könntest wahrscheinlich, egal in welcher Sportart, in welcher Disziplin, du gibst dem Größten seiner Art, Tiger Woods, sagst hier 40 Millionen dafür, dass ich gegen dich in Golf gewinne. Und er würde wahrscheinlich sagen, ja. Weil Stolz geht auch nur bis hierhin. Ne? Bei 40 Millionen. Jeder hat irgendwo einen Preis, wo er sagt, fuck it. Ja, die wollen auch mal was von der Influencer-Kohle. Diese Sportler, die sind ja noch groß geworden, da gab es noch nicht so viel irres Geld für allen möglichen Quatsch. Und die heutigen Influencer wischen ja finanziell mit all diesen Sportlern den Boden auf. Deswegen finde ich es irgendwie auch fair, dass sie ein bisschen was von dieser Kohle wieder abkriegen. Von dem ganzen Prime-Money und dem ganzen Schrott. Und der Mann ist 58. Wie gesagt, der ist körperlich... Ich meinte jetzt mehr so generell einfach, aber nicht unbedingt Mike Tyson. Ja, aber ich meine... Hat doch genug auch, Geld. Ja, aber das ist ja wirklich auch so ein Klischee von einem Boxer, ne? Von Michael Chevsky bis whatever. Jeder zweite Boxer ist wahrscheinlich zu seinen Lebzeiten nicht besonders sparsam umgegangen. Gibt so biedere Leute wie Henry Maske, die dann sich eine McDonald's-Filiale kaufen. Und dann gibt es aber auch einfach Leute, die wo du merkst, dass sie schon am Ende ihrer Karriere gar nicht mehr in Würde abtreten können, weil sie noch mal ein paar Paydays brauchen, weil sie einfach ihr Geld komplett verschleudert haben. Okay, aber ich meine, so ein Payday Netflix, 20 Millionen, das muss doch reichen. Also was ist denn deine laufenden Kosten? Ja, ja. Wenn das nicht reicht, du bist 60, hast 1 Million pro Jahr. Das ist aber genau das Problem. Wenn du das nicht schaffst, sorry. Wenn du, es gibt zum Beispiel in der NFL, ich kenne jetzt die genaue Statistik nicht, schreibt es gerne in die Comments, wenn ihr es wisst, aber irgendwie, da gibt es eine Quote von 60-70% aller NFL-Stars sind Altersarmut sozusagen, ja, weil die Zeit ihres Lebens einen Lebensstil haben, der natürlich auch unfassbares Geld, die haben alle eine Entourage erstmal von 30 Leuten, die essen jeden Tag, zahlen die, also das ist jetzt nur eine von vielen Sachen, die haben einen Fuhrpark, die haben ein Jetset live, die machen Party, weiß nicht, die Kohle fliegt links und rechts raus über Jahrzehnte und dann hört irgendwann die aktive Karriere auf, die Kohle kommt nicht mehr rein. Ne, das haben ja auch Hollywoods, das Nicolas Cage macht ja nicht umsonst 300 Filme pro Jahr. Der hatte aber auch extreme Ausgaben, der hat Dinosaurierknochen gekauft. Ja. Hätte ich auch mit dem Geld. Aber. Das ist nicht auf der Liste der sinnlosen Ausgaben auf Platz 1. Ey, nein, also, ich bin voll bei dir. Auch gemacht. Ich habe da vor kurzem, wir können gleich noch mal weiter, aber ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht. Jemand kommt zu dir und sagt, pass auf, ich kann dir einen T-Rex-Kopf besorgen. Da sagst du, und du hast die Kohle. Kostet halt, weiß ich, 1 Million. Klar machst du das. Na, klar machst du das. Wenn du 10 Millionen hast, natürlich. Ich würde es auch machen. Aber ich meine, irgendwann denkst du dir, okay, brauche ich ein zweites Schloss. Ja, aber da, also, ja, jetzt habe ich gerade gesehen, die verkaufen 4 Original Batmobile aus The Dark Knight. Habt ihr das gesehen? Nee, aber es ist so geil. Ihr kennt noch den Tumblr. Dieses geile Ding. Die haben 4 Stück davon gebaut. Alter, das Ding. Pro Stück 4,5 Millionen. Das Pferd. Ey, das würde ich mir als Jeff Bezos oder Musk oder? Ich das sofort kaufen. Eine geile Idee für ein Spiel. Aber dürft ihr nicht klauen. Okay? Ja. Ja. Moment, lass mich nur kurz. Ja, da, niemand. Natürlich klaue ich das nicht. Ich nenne es, ich habe noch keinen Namen. Paleonto Power. Paleonto. Irgendwas mit Paleonto. Die Idee ist, du bist ein Paläontologe und du läufst so die Welt ab, die Map ab. Und du musst immer so Knochen freilegen. Und du musst, das Ziel ist es, dass du... Ist das von in echt oder in einem Spiel? Ein Spiel, was ich bauen will. Videospiel. Und du musst halt die Knochen für gewisse Kreaturen zusammensammeln. Wenn du zum Beispiel von einem T-Rex alle Knochen hast, dann in dem Moment kannst du den nutzen, dass er für dich kämpft. Siehst du? Er ist komplett. Aber du kannst den dann nur... Ah. Und du kannst vielleicht auch Knochen anders kombinieren. Um andere Kreaturen zu... Ist gar nicht so dumm. Zum Beispiel hast du vielleicht einen T-Rex-Kopf und einen Brontosaurier-Hinterleib oder so. Ich hatte die komplette Games-Datenbank in meinem Kopf durch. Ja, gibt's das nicht. Und du musst aber schon halt so wirklich so auch archäologisch Knochen. So rumlaufen und Knochen ausgraben und dann, was ist das für ein Knochen? Oh, das ist in dem genau, boah, das ist der Oberschenkelknochen von dem T-Rex, den brauche ich noch. Ach, warte, es gab wirklich mal so ein Spiel auf dem Super Nintendo, wo du so Dinosaurier, hast dann zum Beispiel einen Finn, wie heißt das, eine Kralle. Und dann konntest du die deinem Typen irgendwie auf den Kopf setzen, dann hatte eine Kralle und hatte dann plus 15 Attacke oder so. Das gab's mal. Natürlich nicht wahrscheinlich so komplex, wie es jetzt in deinem Kopf ist. Aber wie hieß denn das?
Paleonto Power. Paleonto Power 3. Aber dann kannst du doch Nils jetzt mit AI-Kram, kannst du den Scheiß doch einfach selbst bauen. Ich erinnere, warte mal. GPT, ich hätte eine Idee für ein Spiel. Kannst du machen, machen die nicht. Ich will das eher so, ich will eher, dass Leute mich dann anrufen und sagen, ja, hier, ich bin auch der Cousin von Jake Paul. Ich habe sehr viel Geld. Hier, das ist jetzt deins. Bau mir das Spiel. Und dann sage ich, ja, okay, dann erstmal 90% des Geldes verschwende ich dann erstmal, weil ich denke, wow, ich hab's geschafft. Weil du deine Entourage einlädst. Am Ende kriege ich Panik und denke so, scheiße, ich habe eine Deadline, ich muss ja was abgeben. Und dann hatte ich ja Tobias Escher als Geschäftsführer eingesetzt und dann kommt der Typ und schlägt Tobias Escher, weil er sein Spiel jetzt haben will. Und dann versuche ich ihn irgendwie zu besänftigen und ihm zu sagen so, ey, kann man dann nicht kreativ eine andere Lösung finden? Und dann mit den letzten 10% des Geldes baue ich dann irgendeinen bescheuerten Prototyp. Und dann ist er happy, weil er keine Ahnung hat von Videospielen. Gefällt mir. So würde ich das gerne haben. Wo kann ich investieren? Hier. Hier. In Nils Bohmhoff. Ich zeig's euch, ich hab's gefunden. Ich will gar nicht, dass du denkst, dass ich irgendwie deine Idee, aber das hat... Naja, es wäre ja auch trotzdem heißt Zeit, die Idee zu kopieren. Evo Search for Eden, also das ist jetzt der Soundtrack. Es sind auch Spielszenen da, da sind natürlich keine Spielszenen dabei. Komm ich nicht mehr. Scheiße, das kenne ich sogar. Ja, das ist... Evo kenne ich. Warte, das ist... Gehabt, aber das ich war so, das hatte so... Oh Mann! Jetzt habe ich es falsch gemacht. Ich bin Boomer. Das hatte tatsächlich, ich guck mal hier, Longplay. Du fängst nämlich an als so ein Fisch. Oh, jetzt haben wir ja auch noch Werbung. Müsst mich mal hier mit meinem Account anmelden. Du fängst an als ein Fisch, also es ist halt die Evolutionsgeschichte quasi. Bisschen wie das Fatboy Slim Video. Du fängst an als Fisch. Und dann kämpfst du. Das ist ja wie Spore so ein bisschen fast, ja. Ja, es ist halt nur von der Seite. Es ist halt. Und dann findest du. Und dann steigst du auf in Leveln. Guck, jetzt ist er halt noch so. Und im Laufe des Spiels findest du neue. Das war auch wirklich gar nicht so schlecht. Findest du halt neue Körperteile. Hier, jetzt kauft er sich da irgendein neues Ding. Das hat die krassen Stacheln. Ja, das ist ja sensationell. Das ist ja wirklich. Ja, was du meintest, war ja eher wie ein Pokémon, ja, bei dem man sich die Monster dann Stück für Stück zusammenbaut. Ja, also meine Idee ist schon, dass du Paläontologe bist. Ist nicht schlecht. Und die Knochen ausgraben musst. Das ist eher wie als Kind hätte ich das gefeiert. Aber es ist halt echt. Es war wirklich super, das Spiel. Ja, guck, irgendwann kriegt er dann Flügel, dann kannst du fliegen. Und so. Und dann kriegst du halt irgendwie eine krasse. Hier, jetzt ist er schnell, weil er halt. Ja, das, so war das. So war das damals, wirklich. Ja. Wie er auch einfach frisst. Er hat jetzt tritt er den Brontosaurus oder was das ist, tritt er mit seinen Hinterhufen weg und kriegt halt Erfahrungspunkte und wenn er Glück hat, glaube ich, kann er dann... Wie ist das? Der T-Rex ist näher dran an uns als am Brontosaurus oder so? Oder es gibt so eine von diesen Funny Facts. Ich glaube, das ist der Stegosaurus. Ja, so, ja. Der Stegosaurus ist näher... Stego ist der längliche mit den Rückenkacheln, ne? Ja. Diese zwei Rückenkacheln immer, okay. Und der hat dann so diesen Spike-Schwanz da. Genau. Ja, genau. Und der ist ja immer dieses Klischee. So alt, dass der quasi nicht zusammen mit anderen Dinos. Ja, also es abhängt. Gibt immer dieses, also der Tyrannosaurus und der Stego haben halt nie miteinander gekämpft, obwohl es ja auch oft so dieses Bild gab. Dass die waren gar nicht, die haben so weit auseinander gewohnt. Ja. Ja, aber da ist was. Also diese Spore-Idee. Die war ja, damals war ja Spore auch eher, ich weiß nicht, ob es ein Flop war, aber es war ja so ein bisschen unter den Erwartungen. Aber die Idee selbst ist ja nach wie vor irgendwie geil, so dass du irgendwie mit der Evolution rumspielen kannst und deine eigenen Kreationen machen kannst und irgendwie so, ja, das ist ja nach wie vor... Spore war fantastisch, auch wie du, also die haben ja, du konntest ja durch diese ganzen Genres dann, ne? Also das war ja nicht nur eine Reise durch irgendeine evolutionäre Reise für diese Geschöpfe, sondern das war ja auch so eine Reise durch die Genres der Videospiele. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert und dann hat es nicht so einen hohen Wiederspielwert gehabt. Aber das Spore ist eins dieser Spiele, wo ich denke, mit der heutigen Technik und mit einem guten Budget kann man da richtig was Geiles mit der Idee machen. Wenn ihr ein kleines Budget habt, habe ich noch eine Idee. Ja. Und zwar wollte ich immer machen so ein Vampirspiel, wo der Vampir, Dracula ist aus einem Schloss und so und da unten ist das Dorf, was er halt immer peinigt und dann ist nachts und er wird zur Fledermaus und flapp, flapp. Und dann so ein bisschen wie Flappy Eddie, so ein bisschen wie Flappy Eddie, musst du halt so quasi zum Dorf fliegen, währenddessen die ganzen Dorfbewohner wissen natürlich, du bist Dracula und versuchen dich so mit Sperren und so abzuschießen, Pfeil und Bögen. Und dann musst du in deren Häuser rein und deren
Töchter und Frauen und so aussaugen. Aber das auch ganz schnell in so einem Minigame. Muss quasi hin ins Haus und dann schnell aussaugen, während der Mob mit den Fackeln immer näher kommt. Muss rechtzeitig weg, weil du ja, weißt du, musst dich ja verwandeln auch wieder zurück in die Fledermaus. Kostet auch Energie. Und dann musst du wieder in ein anderes Haus fliegen, während der Mob die ganze Zeit, also die Idee war, dass dich der Mob die ganze Zeit so irgendwie jagt, während du die verschiedenen Häuser nach und nach aussaugst. Und dann gehst du wieder nach Hause. Ich weiß nicht, mehr habe ich nicht. Vielleicht und das macht er aber jede Nacht. Das war's. Ja, aber das macht er jede Nacht. Natürlich gibt's neue Level und dann machen die irgendwann sowas wie ein Fenster vor der Tür oder so. Vom Fenster meine ich, ein Gitter. Oh. Oder die kommen dir zu deinem, ich sag ja, es ist für weniger Budget. Das Ding ist wirklich schnell zu machen. Einfach, und du musst immer so flapp, 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 immer durchdrücken, ne? Musst du flappen und dann genauso beim Saugen auch. Also eigentlich brauchst du nur einen Button. Und dann kaufst du dir zwischendurch in den Runden halt Sachen wie einen Zaun für dein Schloss, dass die nicht immer mit den Fackeln dann aber so nachkommen. Du bist schon der Vampir. Du bist Dracula, ja. Du saugst sie alle leer. Aber dann kaufst du ja nicht den Zaun. Ich hab's nie so weit. Ihr fragt mich hier Dinge. Ihr fragt mich Dinge, stopp! Das ist zu weit. Das ist zu im Detail. Ja. Der Tipp, ich habe an euch gedacht, Samstag war ich in Hamburg hier im Jupiter. Da gab es das Play Festival und da habe ich ein Spiel kennengelernt. Das gibt es schon seit Ende letzten Jahres. Und das heißt Blob Battle. Habt ihr das schon mal gehört? Block oder Blob? Blob. Blob Battle. Wie Blobby Wolli einfach? Nee, das ist ein super geiler Mix zwischen, es hat so was Wormsiges, aber in Echtzeit. Und das ist super. Das ist wirklich eines der besten Battle-Games, die ich so in der letzten Zeit gespielt habe. Also du kannst dir selber durch ganz viele verschiedene Waffen, du kannst drei dir auswählen und es ist super. Blob Battle, ja. Und das kann ich echt empfehlen. Das habe ich dann zu Hause halt mit den Kids auch gespielt. Super. Also wirklich, also das ist total strategisch und gleichzeitig halt sehr geschickt. Also das ist einfach ein guter Tipp für Couch-Koop und einfach Versus. Weil du hast so eine strategische Komponente mit drin, die echt geil funktioniert. Du kannst halt, du hast diverse Items, ne? Wir erinnern uns an Worms und Superscharf und so ein Kram und Raketenwerfer und blablabla. Aber du kannst die halt Runde für Runde kannst du die theoretisch neu sortieren. Kriegen wir das rein, Regie? Das ist, wollte ich nur nochmal als realen Tipp hier, geben, ne? So. Ah, Bobble Battle, genau. Nicht okay, Bobble. Das ist aber auch ein komischer Name. Bobble Battle. Okay, das sieht echt aus wie Worms. Genau. Es ist wirklich sehr, sehr charmant. Aber du spielst nur einen Charakter, ne? Du hast nicht ein Team wie... Nee, du spielst wirklich nur einen Charakter. Ja. Es ist auch schnell. Und du hast so geil, du hast Teleportation und du hast eine Elemente drin. Ah, das ist schon cool, ne? Das gefällt mir auch direkt. Und oh Gott, ich würde euch so hassen in diesem Spiel. Ich weiß es jetzt schon. Ja. Das ist so geil. Mein einer Sohn hat sich dann halt auf den Bogen spezialisiert. Und der hat sich dann halt so sein eigenes Set zusammengebaut. Und dann hat mein anderer Sohn aber ein anderes Set aufgebaut, was ihn da tatsächlich, also was sehr gut dagegen funktioniert. Das klassische Aufrüsten oder Umrüsten. Genau, und dann aber der Gewinner darf dann nicht seine Items neu wählen, so, das, aber die Verlierer halt schon. Und so hast du halt so ein stetes, du hast ein super krasses Wiederspielwert, weil du kannst immer wieder neue Strategien entwickeln. Und das ist echt geil. Also das ist super gut. Es ist eigentlich ein Worms in Echtzeit, oder? Ja. Mhm. Ja, mit einer Figur nur und drei weniger Waffen. Ne? Hammer. Aber Hammer. Ich mag, dass man nur drei Waffen hat und dann aber nach der nächsten Runde seine Waffen anpassen kann an den Gewinner. Das ist eine coole Idee. Kannst du auch so random kannst du auch einstellen. Und das ist, also muss ich sagen, wirklich ein realer Tipp. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich habe es hier auf dem Play-Festival gespielt und Hammer. Und jede Fähigkeit hat dann auch, da kommt das Balancing dann auch her, jede Fähigkeit hat halt eine verschiedene Cooldown-Time, ne? Also stärkere Waffen, musst du halt länger drauf warten, dass du sie wieder benutzen kannst. Also, ja, ist Hammer. Ey, was für eine... Ja. Hammer. Ey, ich wollte nur sagen, was für eine tolle Folge Almost Daily für euch. Ihr habt Serientipps gekriegt, also Buchtipps. Hm. Böse Geschichten für schlechte Menschen. Böse Geschichten für schlechte Menschen. Ja. Gibt es das irgendwo käuflich erwerblich? Ja, jetzt bei Thalia, Hugendubel und Amazon. Du kriegst gerne das Buch, was du hier schon zweimal liegen gelassen hast, wo extra drin steht für Ede. Ich habe es für 22 Euro auf Amazon bestellt. Nee, 22 Euro. Aber du wolltest dann. Na gut, ich habe dir, auf jeden Fall habe ich, es lag hier schon eine ganze Weile eins, weil mich haben ja mal Leute angeschrieben, du bist voll der Arsch, ey. Du lässt hier dein Buch im Zug liegen. Aber der Ede, deinem besten Freund, gibst du irgendwie nix. Ja. Und das, was? Ich weiß überhaupt nicht, ich habe das Buch ja noch gar nicht. Und dann habe ich es hingelegt eine Woche. Und dann habe ich es zum Wochenende mitgenommen. Ja, das war, weil ich im Stream davon erzählt habe, dass ich gesagt habe, ey, Simon, das ernst.
Ja, weil ich gesagt habe, Simon, gib mir mal das Buch von dir, weil ich das vorstellen wollte. Ich wollte es auf Instagram ein Foto machen und du schickst mir ein PDF. Weil das Buch ja nun mal nicht da ist. Aber ja, aber du hast es jetzt bestellt. Doch nun mal nicht. Ich danke dir. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr Werbung dafür macht, wenn dann noch diese Woche. Wieso hast du mir denn dann zwei gegeben? Also auf jeden Fall wäre es mir echt lieb, wenn mich die Leute unterstützen würden. Ich will ja nichts von dem Rocket Beans Money abziehen. Also supportet erst Rocket Beans und wenn dann noch was über ist, dann könnt ihr auch gerne noch mal ein Buch kaufen. Wenn dann noch was über ist, dann kauft ihr euch den super geilen, hässlichen Weihnachtssweater von Rocket Beans. Da ist er. Wenn ihr cool, aber auch Mut zur Hässlichkeit beweisen wollt, dann ist das genau euer Ding. Also er ist ja eigentlich gar nicht. Ich finde ihn sehr schön. Er ist gar nicht so hässlich. Er ist so hässlich, dass er schon wieder schön hässlich ist. Er ist schon, aber ist auf eine stylische Art. Ja. Hey, Colin hat man gesehen, der hatte den auch an, dass das hier am Oberarm ein Muskulöse erscheinen lässt, weil du diese Querstreifen. Ja, da ist aber auch ein Implantat drin. Beim Colin? Nee, in dem Pullover ist so ein Beat. Also bei Colin aber auch. Also bei Colin auch. Ganz ehrlich, wahrscheinlich was Essbares. Ja. Für Notfall. Zum Aussaugen. Ja, Astronauten. Mikrowellen essen. Ich will auch mal einmal Werbung machen hier nochmal für schöne Dinge für den Podcast, weil du hast es ja vorhin gesagt. Ja, schöne Dinge. Na, für was Schönes, mal wholesome. Ja, sehr gut. Shit. Mit Ingo, ne? Zu gucken, genau. Also wir haben das Thema Aufräumen gehabt. Also er hat wirklich gesagt, er sucht das Schöne im Aufräumen. Und es hat willst du vielleicht dann auch so Werbung machen, dass Leute, die es nicht kennen, es verstehen? Ein Podcast, der heißt Schöne Dinge, Ingo. Mess, die Stimme von Game One und Game Two und ich, wir haben ein Thema und wir suchen nach schönen Dingen. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, bei schöne Dinge hat er darüber geredet. 90% der Menschen, wer hat über was, wo geredet? Dann nutzt doch die. Ich weiß nicht, wie das geht. Nicht jeder von uns. Schöne Dinge Podcast. Haben Sie nicht auch die Schnauze voll von den immer gleichen schlechten Nachrichten aus allen Ecken der Welt? Sind Sie übersättigt von Katastrophen und Krisen? Dann hat das Ganze jetzt ein Ende mit Schöne Dinge. Schöne Dinge. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Der Podcast mit Ingo Mess, der Stimme von Game One und Game Two und Daniel Budimann, dem OG der Gaming-Szene. Nur Schöne Dinge mit Schöne Dinge. Garantiert überall, wo es Podcasts gibt. Finde das gut. Ja, Mann. Wow, so freue mich jetzt schon, das 100-mal auf Spotify als Werbung zu hören, bis ich es nicht mehr hören kann. Da, hier, unterstützt Almost Daily hier. Wenn ihr noch Geld habt, wenn nicht, okay. Dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.